Das Spice fließt wieder und wir fließen mit. Aber vorher müssen wir nochmal in die Zone of Interest und unser blödes Menschenkostüm ablegen. Willkommen in unserer neuen Heimat und bei Kino Plus. Und damit herzlich willkommen in unserer neuen Butze hier bei Kino Plus. Heute mit einer ganz besonderen Besetzung für einen ganz besonderen Anlass. Also erstmal ladet oder labt euch an dieser Pracht. Wir haben ein neues Studio. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, soll es auch wirklich dauerhaft stehen bleiben. Das heißt, wir können hier jederzeit rein und wir können es wirklich gestalten und umbauen und machen und was weiß ich. Und für so ein geiles Ding haben wir natürlich auch geile Gäste eingeladen. Ja, neben Eddie natürlich. Da habe ich mich wirklich darüber freuen, Marco Risch mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Er hat es nach langer Zeit endlich mal geschafft. Und ja, ich freue mich noch einen kleinen Tick mehr. Entschuldigung, Marco. Aber, ich freue mich noch einen kleinen Tick mehr, dass er endlich jetzt mal live hier bei uns im Studio zu Gast sein kann. Wieder ein Tran ist bei uns am Start. Bislang war er immer nur irgendwie über Remote und Bildschirm zu sehen. Zum Beispiel, was war das? Das war einmal bezüglich Darth Maul Apprentice, soweit ich es noch in Erinnerung habe, und einmal bezüglich eures Cyberpunk 2077 Fanfilms, ne? Da haben wir auch noch mal drüber gesprochen. Da hast du, glaube ich, kurz, da warst du mit Ben, hier Maul Cosplay, warst du zugeschaltet, glaube ich, und habt ein bisschen was über den Film erzählt. So. Ja, das ist richtig, genau. Aber vielleicht willst du ganz kurz sagen, warum er hier ist. Das wäre ich jetzt, da wäre ich jetzt als nächstes. Gut, weil, okay. Und es hat einen bestimmten Grund, warum Vidan heute hier ist, denn Vidan ist, ich lese es hoffentlich richtig, Cinematographer. Er ist Director, er ist Action Designer und du hast halt wirklich jetzt bei beiden Dune-Filmen mitgearbeitet. Als Assistant für Stunt Direction und als Stunt Director bei Teil 2. Ja, so ungefähr. Also ich war Assistant Fight Coordinator im ersten Teil, auf jeden Fall. Ja, kein Problem. Und im zweiten war ich der Fight Coordinator, genau. Fight Coordinator. Das heißt, genau. Jeden Kampf, den wir in diesem Film sehen, den hast du mitgestaltet, beziehungsweise hast die Leute darauf vorbereitet, dass die diesen Kampf absolvieren können. Da werden wir später noch genau ins Detail gehen, weil, was viele nicht wissen, ich bin ja auch eine Kampfmaschine. Und dann können wir ja gerne mal so von Fighter zu Fighter. Da werden die beiden wahrscheinlich auch gar nicht so richtig. Nee, ist doch perfekt, wie ist der Tisch? So, ja, und dann können wir direkt mal so ein bisschen reingehen. Reden über Insiderwissen. Ja. Ich bin gespannt. Ich lausche gerne Insiderwissen. Ja. Und ansonsten hier mega geiles Set. Das Thema ist, das ist natürlich Videothek, wie man vielleicht sieht. Die Preise, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, sind ein bisschen frech. 2,99 Euro pro Tag für eine DVD. Dafür kannst du die heutzutage kaufen. Ja, das ist halt auch als Blu-ray gesehen. Das ist halt noch alt. Da steht aber DVD. Ja, das haben wir halt noch nicht umdrucken können. Ja, ist ja okay. Da machen wir noch mit Stift irgendwie so einen Schrägstrich und Blu-ray und 4K dahinter. Und hier, ich weiß gar nicht, ob man das Schild sieht, Adult. Das sieht man noch nicht, aber das zeigen wir demnächst noch mal. Zeigen wir den Rest. Also, hier ist so hinter dem Vorhang hier ist die 18er Ecke. Ich wollte doch fragen, die Halbnackigen da an der Seite, ist das so da, wo du früher gearbeitet hast? Ja, mit unter anderem, ja. Ja, ne? Wirklich? Ja, ja. Es ist alles am Start. Ich will nicht wissen, der neue Tarantino-Film handelt ja eigentlich von dir. Der Filmkritiker fürs Tittenmagazin. Ich find's aber auch wirklich unheimlich. Ich find's wirklich unheimlich so, ne? Also, ich glaube, er möchte wirklich sicher gehen, dass ich diesen Film lieben werde. Ja, und ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin sehr gespannt drauf. Jetzt habe ich sie direkt. Hast wieder alles kaputt gemacht, ne? Das Ding ist noch nicht einen Tag alt und schon wieder alles durcheinander. So. Aber ich weiß nicht, ob das. Danke an Lydia und Laura, unsere Set-Designerinnen, die Laura das und Lydia, gebaut haben. Wirklich mega ganz, ganz große Set. Arbeit. Wirklich ganz große Arbeit. Wir werden hier noch hier und da ein bisschen was verfeinern. Wir haben noch ein paar Ideen, die wir mit unterbringen wollen. Aber das, was ihr hier gemacht habt, ist wirklich der absolute Shit. Wir sind heute auch zum ersten Mal hier. Also wir haben es heute zum ersten Mal gesehen, kurz vor Aufzeichnung dieser Sendung. Und ich freue mich richtig. Sehr schönes Set, ja. Ja, sieht mega aus. So, aber bevor wir hier einsteigen ins Thema, oder beziehungsweise in die Filme, die diese Woche, sag ich mal, groß und breit besprochen werden sollen, würde ich gerne einmal von euch erfahren, was ihr so zuletzt gesehen habt. Das würde mich bei dir mal interessieren. Was schaffst du zu gucken? Oh weia. Das letzte.
Also klar, Dune 2 habe ich jetzt im Kino. Hast du ihn schon gesehen? Einmal bis jetzt. Ach, einmal. Erst? Genau, okay. Einmal. Also ich war jetzt einmal hier bei der Premiere. Und wie ist dabei. Das, wenn du, wenn ich kurz mal einhaken darf, wenn du, du, es ist ja immer so, wenn man an einer Sache arbeitet, ist immer noch natürlich was anderes, als wenn man dann das fertige Produkt sieht, ne? Du arbeitest dann da mit denen und sagst, du musst so. Und dann sieht man aber mit Kamera und Effekten und Licht und weiß ich nicht was. Wie gefällt dir dann das, was da so passiert ist? Also ich bin in erster Linie, als ich den Film gesehen habe, also natürlich im Sounddesign und 4:3 IMAX haben wir den angeschaut, ich war schon sehr, sehr fasziniert, also wirklich sehr geflasht auch von den Visual Effects und den Visuals, weil ich weiß ganz genau, am Set, wir hatten teilweise gar nichts gehabt dort, also wirklich nur Pieces. Und dann auf einmal kommt so eine riesen, gigantische Welt und Worldbuilding und das war einfach wirklich fantastisch. Und ja, aber ich bin auf jeden Fall mit gemischten Gefühlen rausgegangen aus dem Kino. Und bin auch da schon gerade ein bisschen debattieren mit anderen Filmleuten. Und es war einfach auch, aber ich bin jetzt, wenn ich zum Beispiel Filme nicht kritisiere oder Filme analysiere vor allem, dann bin ich auch nicht nur kritisch in der Hinsicht von sagen, okay, man mängelt alles, so das Typische, was man so kennt, auch von europäischen Räumen, man meckert ja die ganze Zeit nur. Man könnte, hätte es ja besser machen können. Sondern einfach auch vom Feeling, wenn man selbst mitgemacht hat in einem Film, und was am Ende natürlich rauskam. Und da gibt es halt auch so einen, es ist ein schöner Prozess generell halt auch, ne? Wenn man zum Beispiel auch vom Schreiben das kennt und dann später das, die Execute sieht, ne? Den ganzen Film, dann ist natürlich andere Sachen, wenn anders transkodiert, würde ich einfach sagen. Und dann ist auch vom Gefühl, was man vom Verlesen her hatte, dann vielleicht stärker oder aber auch schwächer. Und das war halt sehr, sehr, sehr krasse Erfahrung für mich gewesen, jetzt diesen Film zu sehen. Aber unabhängig jetzt davon, was ich noch gesehen habe, ich muss mich leider outen, naja, weil outen eigentlich nicht, aber ich schaue gerade Avatar auf Netflix. Die Realserie? Ja, die Serie. Und wie ist die? Und da bin ich auch sehr kritisch, weil natürlich Avatar, der Zeichentrickfilm, ist für mich richtig krass eingeschlagen. Mhm. Und ich war ja nicht mehr jung. Ich war ja schon, weiß nicht, fast schon Ende 20. Mhm. Und, aber es war eine super geile Serie. Einfach Storytelling, Charakterentwicklung, alles halt, war voll dabei. Und ich muss sagen, ich habe meinen Spaß. Doch, wie gesagt, ich bin nicht so kritisch, sondern ich versuche mich auch immer als Filmmaker rauszunehmen und dann einfach den Film als Zuschauer als einfach zu genießen. Genießen. Und ja. Ich kann das auch wirklich. Also es gibt so eine Phase, natürlich auch viele Filmstudenten, das hatte ich auch, wo man sagt, ja, nee, man achtet auf das Bouquet und man achtet auf Licht und das schöne Bild und dann die Technik. Aber wenn man diese Phase erstmal überstanden hat, dann auch im Storytelling, dann kannst du sagen, ey, jetzt konzentriere ich mich nur als Konsument. Und diese Phase gerade in meinem Leben oder generell auch als Schaffender, da freue ich mich sehr, weil ich kann mir jetzt auch Filme wieder genießen. Einfach anschauen, Netflix und chillen und einfach suchten und dann einfach alles mitnehmen, was halt geht. Aber ist es schon so eine Berufskrankheit? Also ich kann mir vorstellen, ne, man kennt das so, ich achte auch, weil ich irgendwie Moderator sehe, denke ich immer so, ah, das liest er gerade ab oder das hat auswendig gelernt oder so. Und wenn du irgendwie so einen Kampf siehst und bei Avatar, ich habe es ja noch nicht gesehen, dann nehme ich an, wird viel gekämpft. Achtest du dann auch darauf, oh, die Faust hat aber nicht gut connected oder das sah aber fake aus? Ja. Achtest du dann nicht speziell mehr. Nicht mehr? Hast nicht du dir abgewöhnt? So. Ja, auf jeden Fall. Also, in erster Linie, können wir, ich will da nochmal in Detail sprechen, wenn wir auch über Dune reden. Ja. Für mich ist zum Beispiel Action, ja, ich bin da auf jeden Fall Fachidiot geworden. Das heißt, ich habe schon alles gesehen. Na, das ist auch einiges schon gemacht. Und auch von größerem Scale. Jetzt also von Grounded Action, von à la Old Boy, das man nur Schlägerei, bis zu jetzt fantastischen Sachen. Und ein Projekt war zum Beispiel Sensei, das war komplett Anime. Style, Real-Life-Action. Das heißt, die können fliegen, krasse Angles hat man dann da und man kann sich raustoben, wie man will und mit CG halt wieder spielen. Und Halo habe ich ja auch gemacht, die Serie. Und da ist es halt zum Beispiel für mich auch so ein Ding gewesen, wo ich sagte, hey, ich habe schon so vieles gemacht und jetzt am Ende, wenn ich Sachen gucke, dann werte ich das gar nicht mehr. Ich sage, ja, das ist scheiße, der ist halt crap, diese Performance war schlecht. Das Einzige, wo ich halt immer achte, ist nur das Pacing, ob das vom Stil her passt, was die, ich versuche zu analysieren und zu studieren, was eigentlich die Agenda ist von der Szene. Manchmal jetzt, heute sieht man es leider, muss ich auch offen sagen, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von der heutigen Ära von Action, weil es einfach sehr Gewaltverherrlichung ist. Verherrlichung und auch der Trend ist einfach zu krass
in Richtung gegangen. Aber ich finde es aber interessant, weil es auch in der Betrachtung, also filmhistorisch, wie das da gerade sich entwickelt. Mhm. Und jetzt gerade, weil jetzt die Zuschauer und ganzen Medien und Games und es wird immer nur höher, höher und besser und größer und Visual Effects noch einfacher, zugänglicher jetzt auch, die Technologie. Sodass halt die Leute, die Zuschauer auch sehr verwöhnt werden, weil das Auge hat schon vieles gesehen, geschult. Mhm. Und das finde ich halt sehr spannend. Und da mit diesen Medien umzugehen oder mit dem Zeitalter zu sagen, okay, wie gestaltet man jetzt die Action? Und es ist das Gleiche, alle toppen. John Wick zum Beispiel, John Wick 4, da werden nur Stunts. Und dann sagen, okay, wir wollen Treppenstunts zeigen. Okay, welche? Ja. Alle. Alle. Und die machen wirklich alles. Wirklich alles. Auch dann am Ende zu sagen, also ich kenne die Jungs ja auch, ne? Auch eine gute Kollegin auch von mir, also 8711 aus Amerika. Und die, aber es ist sehr geil, also als Stunt-Reel, als Stunt- geschichtlich zu zeigen, boah, das ist schon eine krasse Leistung. Also es ist wirklich krass, top-notch. Aber es ist einfach nur der Scale. Das sagen die, okay, nee, wir machen alle. Da siehst du einfach alles. Hundestunts, alle. Autos, alle. Treppensturz, alle. Ja, wirklich, das ist dann immer die Antwort. Krasser, immer krasser. Immer krasser. Das ist am Ende, was ist denn das Krasseste? Weiß man nicht mehr. Das ist halt nur so. Und da finde ich halt, da ist jetzt gerade, ja, es ist halt schwer, schwierig jetzt in Ruder oder das Besondere wieder rauszuholen. Und auch für den Zuschauer. Und deswegen achte ich, wenn ich Filme gucke, wie Avatar zum Beispiel, gar nicht über die Technik, sondern einfach, okay, trägt die Story, ist das ein Charakter, ist es so wie das Source, macht das Spaß, ist das Feeling da, was ich brauche. Und ja, jetzt aber natürlich, was ich jetzt da merke, also Visual Effects ist unglaublich krass. Also es ist wirklich sehr gut und auch die Elemente, was sie auch einbinden. Ich sehe halt auch viele Probleme, was sie hatten. Und also, ich kenne die nicht, aber ich sehe die, wie die es exekuten und sage, wow, okay, schon krasse Leistung. Das ist nicht einfach. So, ne, das kann ich jetzt sehr gut appreciaten. Aber ich sehe auch vom Film machen, also es wird sehr geschnitten, sehe ich auch andere Probleme im Set. Das heißt, die Kommunikation, ich bin nicht sicher, ich war nicht da, ich kenne auch, ich habe noch nicht mit meinen Kollegen gesprochen über die Serie, aber nur so, wie ich das beurteilen kann, sehe ich gerade, dass viel, das ist jetzt heutzutage immer das Problem, dass Kamera und Stunt-Department nie richtig zusammenarbeiten. Oder die Filmmaker. So, du hast die Choreo, dann hast du die Visual Effects-Leute, alle reden mit, aber das ist nicht alles so richtig ganz streng genommen an einem Strang gezogen wird. Sondern jeder, es ist nicht schlimm, es ist Collaboration, ist wichtig, aber es ist nicht wirklich ein Lead, weil manchmal, was ich heute zum Beispiel auch selbst am Set merke, ist es oft so, dass du viele gute Ideen und alle haben auch Bock, alle hören auch zu. Aber dann die Entscheidung zu treffen, wo lang wir jetzt gehen, können alle nicht wirklich sagen, weil jeder ja mitredet. Und es wird nicht gebieft, es ist einfach nur so, okay, dann, wie machen wir das denn? Ja, ich dachte, du wirst dich da echt darum kümmern. Ja, nee, aber was ist mit dem? Dann ist nicht ganz eine große Vision da. Versus jetzt, wenn du zum Beispiel Danny hast oder andere Filmmaker, die wirklich komplett eins, also von 0 bis 100 alles halt wissen, alles Bescheid wissen und auch die Vision haben und dann alle helfen, nur diese Vision zu tragen. Das ist ein ganz anderes Filmmaking. Und das ist zum Beispiel bei Stunts und Action heute von natürlich, weil der Trend da ist und auch, weil der Konsum höher wird, aber die Zeit nicht mehr wird, sondern okay, wir müssen an einem Tag geschaffen, an zwei Tagen. Und dann werden die Stunt-Typen auch, weil die Stunt-Leute sind meistens nicht die visuellen Leute. Die können schon jetzt mittlerweile mit mehr Technik arbeiten, aber diese Story, das pure Storytelling und Dramaturgie in dem Kampf, damit beschäftigen sich meistens nicht. Also ich würde sagen 90% eben nicht, weil die halt sehr Fachidioten in der Technik sind. Ja, machen wir den Schlag und den, den. Also es interessiert am Ende keinen, ob du einen Ellbogen machst oder einen Bergfist oder Hand, es interessiert nicht. Es geht eher um das Pacing, es geht um ein Drama, es geht um Charakter, die sich dann entgegenstoßen und dann die Moments, die aufgebaut werden. Und da diese Sprache sprechen miteinander nicht. Plus die visuelle Frage auch, wie wir es auflösen. Manchmal sieht ein Kampf cool aus, wenn es nur eine totale ist oder eine Kamerafahrt oder whatever. Und nicht actionmäßig, ne? Oder ganz hinten und dann Silhouette siehst du einfach nur das schöne Gemälde. Aber deswegen auch, Kamera reden nur so. Stunts reden nur so. Und alle, okay, wie machen wir das jetzt? Und das müssen wir jetzt irgendwie jetzt rausfinden an einem Tag. Und das kenne ich bei Avatar. Welcher, jetzt muss ich fragen, es ist so ein interessantes Thema. Ich könnte Stunden mit dir reden und zuhören. Wir wollen eigentlich noch ein extra Thema. Ich weiß, ich will eine Frage stellen. Welcher ist jetzt der, würdest du sagen, so in den letzten, weiß ich, 10, 20 Jahren so der geilste Kampffilm? Also so mit den geilsten. Also jetzt auch nach den Maßstäben, die du gesagt hast, muss jetzt nicht der spektakulärste sein, sondern wo du sagst, das hat sich geil, das hat einfach gepasst. Boah, schwer. Also. Jetzt nicht nur, weil ich auch jetzt daran gearbeitet habe, also für mich das letzte, wirklich höchste Gefühle und auch vom, wie gesagt, auch, ich sehe es mal wieder, Big Picture, war bei mir Marvel Shang-Chi. Genau. Ich war auch dabei.
Und der Film war für mich so, also einfach nur, weil ich das Große sehe. Also Brad Allen ist ja der Action Director gewesen. Und der ist mein Big Brother. Also, weil ich bin auch vom Jackie Chan Stunt Team und er ist aus der vierten oder dritten Generation gewesen. Das ist der kleine Mann, gegen den er kämpft in Under Control. Under Control. Ja, am Ende dieser Papierfabrik. Mhm. Ja, Whitey, das ist ein White Guy. Und der ist einfach, ey, wirklich, er war noch der Einzige, bis jetzt einer unter den Einzigen noch, die komplett sich auf die Storytelling in Action oder auf die Action Experience im Kino halt wirklich noch treu und auch fokussiert. Der hat auch Kingsman gemacht, alle Reihen. Kick-Ass hat er gemacht, Scott Pilgrim hat er gemacht, Hellboy 2, er hat nur große Filme, also nur so und auch Han Solo halt. Und das war so sein erster Umstieg in dieses Disney-Welt. Und dann später hat er dann die Aufgabe bekommen, Marvel Shang-Chi zu machen. Für mich war das eigentlich, ich glaube, auch heutzutage der höchste, wenn es um Martial Arts Filme geht jetzt, ist das die höchste Grenze oder höchste Peak, den man mit ihm machen kann. Krass, das also, hätte ich gedacht. Also weil es ist ja, also von Martial Arts, Asian Culture, aber auch von Martial Arts Storytelling und Marvel-Welt. Das heißt, das ist das Höchste. Man kann es nicht mehr toppen. Also auch im Bereich Audience zu ergreifen. Und das war für mich so der, weil da waren so viele Facetten. Und wir haben zum Beispiel für die Bus-Szene, da war ich ja zum Beispiel zuständig für die Szene. Wir hatten allein schon circa 25 Previews, also Vordrehs, Konzepte für diese Szene gehabt. Und das heißt, wir haben eine gemacht, komplett fertig, also 6 Minuten, 7 Minuten, ist gut, okay, neuer Draft. Noch ein. Weil er ist so ein Perfektionist, weil ihm geht es darum, die beste, wirklich die beste Erlebnis rauszuholen für eine Szene, für Action. Das heißt, nee, die erste ist niemals gut. Zweite, wie beim Drehbuch schreiben. Mehr. Wir müssen exploren. Irgendwann nach dem 10., 15. dachten wir, boah, wir haben schon alles gemacht. Wir haben vom Hunger-Style gemacht, wir haben vom Drachen gemacht, wir haben zum Drunken Master, alles haben wir gemacht. Wir haben sogar Yip Man, also Wing Chun-Style gemacht, alles rein involviert und dann am Ende war es nie gut genug. Da mussten wir mixen später und dann auch nach dem 25. Draft und wir wussten gar nicht mehr, was gut und schlecht ist. So, wir hatten einfach keine Meinung mehr. Wir versuchen ja alle Szenen, die wir machen und choreografieren und auch inszenieren, mehr kannst du ja nicht machen, so, ne, ausprobieren. Aber es geht um das Feeling fehlen. Und da haben wir so lange gecraftet, versucht, das Beste rauszumachen, bis halt ja, diese Szene bekam jetzt im Kino. Und ich habe den Film noch nicht gesehen, aber jetzt habe ich tatsächlich Bock. Also ich finde Shang-Chi ist einer der besseren Marvel-Filme. Ja, ehrlich? Also, ja, also ich bin ja auch ein bisschen unterschätzt, finde ich ihn, ehrlich. Ja, wir wissen, Marvel hat auf jeden Fall jetzt den Flow, die Energie verloren, so ein Motto, mit Phase 5. Aber ich finde auch, das Spannende ist auch für mich Shang-Chi. Da muss ich kurz drauf eingehen, weil dieser Flow, was du auch sagst, dass das Action oft nicht mit dem eigentlichen Director Hand in Hand geht. Wir hatten ja den Fall bei Black Widow, wo die erste Regisseurin gegangen ist, weil die ganzen Action-Szenen standen schon fest, die hatte nichts damit zu tun. Und so, wie, was, ich will aber Action inszenieren. Dann ist sie gegangen, dann hat sie jemand anderes übernommen und hat halt die Szenen, die Dialoge gedreht im Prinzip, mehr nicht. Ja. Und wenn du das vergleichst mit dem James-Gunn-Film, wo ja auch die Action überraschend gut war in Volume 3, da ist aber, da geht alles Hand in Hand, da gibt's diese eine Vision. Und auf einmal hast du mit dieser Kampfszene im Gang, finde ich, die beste Action-Szene im Marvel Cinematic Universe. Mhm. Also nichts gegen Shang-Chi, aber ich finde diese Szene mega. Super geil. Aber du hast recht, diese Szene ist auch richtig gut. Ja. Also es ist nur so, also klar, du hast recht. Also Guardians of the Galaxy Volume 3, auch ein paar Kollegen, das war der Wayne. Ist ja genau, ist auch so Ami. Wayne, ja. Ja, aber der zum Beispiel, der ist auch richtig krass, auch ein junger Typ. Der ist auch, glaube ich, Anfang 30 erst, also auch Stunt-Coordinator ist dort gewesen. Michael Kahns war, glaube ich, die Fight-Coordination, auch ein Kollege. Der hat, die haben es gemacht und ich fand es auch sehr faszinierend, mega. Ja. Aber auch nicht nur, wie gesagt, choreografisch, sondern einfach auch technisch, Technologie. Ja. Die haben das erste Mal neue Kamera-Rigs gemacht, da kommt mein Geek raus. Aber auch Visual Effects Department war sehr stark involviert. Ein ganz frisches Reel davon, wo sie die Special Effects quasi on the fly rausnehmen und wieder reinnehmen. Ja. Und du siehst so schön, wie echt diese Szene eigentlich ist, obwohl du denkst, das muss ja alles irgendwie fake sein. Ja. Nee, natürlich nicht. Er filmt ja jetzt auch immer, fast alle Action-Szenen in Guardians 3 sind ja gefilmt, als hätten sie es mit der GoPro gemacht. Ja, wirklich alles aufnehmen. Ja. Und das ist so ein ganz anderes Gefühl von Action-Szenen. Das ist mal was Neues wieder. Ja. Nee, das ist auch super, weil das ist auch ein anderes. Wie gesagt, das Thema ist so breit gefächert. Ne? Also auch, also für mich auch ist sehr interessant, weil es geht auch in der Technologie zum Beispiel. James Gunn, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt interessant ist für alle, aber James Gunn zum Beispiel ist einer der ersten, der mit der Red dreht. Alle Filme werden eigentlich mit Ari.
Ne? Also ein bisschen jetzt geekig. Normalerweise. Und, ja, und der hat's kurz erklären. Mit der Red ist eine Kamera, die ultra teuer ist, glaube ich, und hochauflösend. Ja, also verglichen zu Arri, Arri ist die beste Kamera eigentlich auf dem ganzen Cinema. Mhm. Also das benutzen eigentlich alle. Alexa 35, Arri Mini LF, eine Large Format, das ist echt von Color Science, alles ist die Top-Kamera und auch wirklich sehr teuer eigentlich. Und die Red ist etwas eine Stufe günstiger, aber trotzdem High Class auf jeden Fall. Und aber das ist immer so ein Kampf. Das ist wie iPhone und Samsung, ne? Das ist immer ein Kampf dazwischen denen, so könnte man sagen, in der Szene. Und aber Alexa oder die Arri ist auch recht groß. Und die sagen, nee, das ist Qualität, das ist, es ist, wird wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft auch größer, kleiner. Aber als Filmmaker, als Cinematographer oder als DP, das ist natürlich immer ein Thema. Wenn der DP reinkommt in einen Job, ein Projekt, und dann sagt man, okay, welche Kamera? Ja, ich will auch Film drehen. Nee, geht nicht, zu teuer. Okay, dann mach ich mit der Arri. Ne? Das ist immer so die Rangordnung. Und dann, wenn das nicht geht, dann entweder Sony Venice oder dann die Red. Wenn die Red nicht geht, dann geht iPhone 14. Ja, oder sowas, genau. Okay. Und dann weiß man ganz genau, okay, ich bin nicht gut für diesen Job. Oder ich bin nicht gut genug für den Job. Ne? Also, genau, zu gut dafür. Jedenfalls, long story short, der hat sich entschieden, einen Trend ein bisschen mitzugehen. Zu sagen, hey, nee, die Kameras müssen nicht groß sein. Klein. Creator zum Beispiel mit Sony FX3, das ist eine kleine Consumer-Kamera nur. Sowas gleiche. Und der hat dann was Kleineres. Das heißt, die Kamera ist recht klein, kompakt, aber trotzdem heavy, ist schon ein Brocken. Man kann die schon groß aufbauen. Aber die haben halt ein Setup gemacht mit so einem auch eigenes gebautes so ein Gimbal. Eines. Gimbal auch, also ganz klein, dass die Kamera nur so ist. Ja. Und die können rumlaufen. Dann sag ich, wir verlieren viele Teile, die wir einfach nicht brauchen. Weil sonst kommst du ans Set, hast du immer so einen großen Brocken, so ein Ding, 15 Kilo. Und dann frage ich auch, was ist das eigentlich? Ja, keine Ahnung, sieht einfach geil aus. So ein Motto, ne? Also Matbox, wo man also hat immer eine Funktion, keine Frage. Yeah. Aber das ist schon mehr auch einfach. Aussehen, ne? Ja, es ist einfach so ein Standard. Wir haben es immer benutzt. Warum sollten wir es jetzt ändern? Und die haben gesagt, nee, wir kürzen alles, also wir machen alles kürzer, kleiner, wir brauchen das auch nicht, verlieren das einfach und dann drehen die das so. Und diese Szene ist halt so auch entstanden. Und das wäre auch nicht anders möglich gewesen. Also du könntest jetzt nicht mit einem großen Kamera hinlaufen, weil die ja, im Raum so eng sind, auch technisch. Und das war einfach, finde ich einfach top. Auch alle unwichtigen Parts an den Rücken ran, mit so einem Kabel. Das merkt man dann, das merkt man noch bei Kingsman. Bei der Kirchenszene, da ist alles noch richtig weit. Ja. Da merkt man halt, die brauchten richtig viel Platz, damit sie halt überhaupt um diese Leute rumkommen können und diese 360-Grad-Drehung machen können. Du hast immer bei Kingsman, glaube ich, beim ersten, hast du eigentlich immer gesehen, okay, hier findet gleich ein Kampf statt, yeah, weil da stand alles weiter auseinander. Ja, ja, so ein Traube, nennen wir das. Und dann alle laufen so, füllen die Action, genau. Ja. Und das ist halt so ein anderer Aspekt einfach, ein Filmmaking. Und das finde ich halt so spannend, wenn du das auch so in jeder Perspektive so betrachtest. Und dann kannst du auch erkennen, so, ah ja, okay, das ist geil. Und so offen für neue Sachen auch. Aber es ist erst jetzt, vor ein paar Jahren erst passiert. Also nicht wirklich lange. Und deswegen finde ich James Gunn einfach so geil. Und der hat auch Eier gehabt, das einfach so durchzuziehen. Aber ja, soweit ich gehört habe, die hatten krass viel Freiheit. Also ja. James hat gesagt, ey, macht, ihr das macht. Das fängt bei Bildformat schon an. Der Film war ja nicht CinemaScope. Wenn ihr im Film im Kino wart, dann hat er, ich glaube, 1,9 zu 1 oder so. Ja, okay. Der war fast 16 zu 9. Das ist der einzige Marvel-Regisseur, der jetzt so einen Film ins Kino bringt, weil er sagen kann, Kevin Feige, ich mach das einfach. Ich bin ewig. Ja. Ja, genau. Das auch. Ja. Aber er hat ja jahrelang die Drehbücher gegengelesen. Achtet mal drauf. Kevin Feige hat ihm angeblich immer jedes Marvel-Drehbuch zum Gegenlesen gegeben, bis zu dem Zeitpunkt, als Gunn gefeuert wurde. Und alle Marvel-Filme, die danach gekommen sind, sind scheiße. Oh. Gibt es vielleicht einen Zusammenhang? Zusammenhang, ja. So. Ja. Avatar, sagst du aber, war okay für dich? Ja, hat Spaß. Ja, macht Spaß auf jeden Fall. Doch, ja. Ich glaube, wir gehen gleich noch ein bisschen mehr auf deine Arbeiten und so weiter noch ein, wenn wir über Dune reden, ne? Also, keine Panik. Yeah, yeah, yeah. Ja, ich verstehe, aber ich fand's auch interessant, super interessant. Deswegen. Sorry, da ist so. Aber das war somit das Letzte, was du gesehen hast? Ich meinte auch nicht scheiße übrigens. Ja. Ich meinte nicht ganz so gut wie vorher. Ja. Aber was anderes ist scheiße, dass mich das, was ich zuletzt gesehen habe, Avatar, die Serie. Echt jetzt? Ich habe nach einer Folge aufgegeben. Aber was? Man muss dazu ach, sagen, also ich werde sie noch ganz gucken für meinen Podcast. Da habe ich mich schon dazu verpflichtet. Mhm. Und das Ding ist, meine Freundin hat mich genötigt, ich soll endlich diese Zeichentrickserie sehen. Und ich habe gedacht, okay, jetzt kommt bald die Realserie, dann überwinde ich mich jetzt mal und gucke diese Kinderserie.
Und ich liebe sie. Ich bin wirklich nach ein paar Folgen sofort verliebt gewesen in diese Serie. Ich glaube, ich war nur 6 Folgen in der ersten Staffel und dann kamen schon diese Interview-Schnipsel mit, sie haben den Chauvinismus von Zucker runtergeschraubt und dann gibt's überall diese lustigen Tweets, wie stellt euch vor, sie denken, der Edge von der Kinderserie von Nickelodeon ist zu krass und sie müssen den runternehmen und nehmen dann damit Character-Building wirklich weg, weil er ist einfach so, wie er ist und fertig. Ja. Einfach nur ein Toastbrot, anstatt dass er wirklich eine Charakterentwicklung mitmachen darf. Was sie in der Kinderserie und Kindern zugetraut haben. Ich bin jetzt schon voll in diesem Fanboy-Modus, weil ich bin jetzt Mitte 2. Staffel von der Zeichentrickserie. Drei. Und es ist wirklich, ich verstehe, warum es die bestbewertete Zeichentrickserie der Welt ist. Vor allem eine der 10 bestbewerteten Serien überhaupt. Vor allem, was ich halt so schade an der Realserie finde. Ja, ich finde die Realserie in Ordnung. Ich hoffe halt, sie schaffen es, die Fehler, die sie jetzt gemacht haben, in der nächsten Staffel, wenn eine kommen sollte, auszumerzen. Aber ich sehe die erste Folge der Zeichentrickserie, ich sehe die erste Folge der Realserie und in der ersten Folge der Zeichentrickserie habe ich nach nicht mal 2 Minuten habe ich gelacht. So, ich hatte direkt einen Gag, der cool war, der lustig war, der einfach zu diesem etwas überdrehten Charme dieser Serie irgendwie passt. Und die Realserie, die hat keinen Spaß. Das ist alles so bierernst, ja, aber Aang, ja, er erzählt mal, dass er gerne irgendwie Ball spielt oder das isst oder sonst irgendwas, aber es gibt nichts, was dieser Erzählung irgendwie in der Serie entspricht. Ach, das stimmt, das recht. In der Zeichentrickserie, in der ersten Folge, glaube ich, reiten sie schon auf diesen Pinguin diesen Berg runter. Beziehungsweise benutzen diese Pinguine als Schlitten. Mhm. So, das meine ich, weißt du? Also, Aang muss immer nur erzählen, was er ist und was er nicht will und so weiter. Und du denkst dir, ja, aber warum habe ich jetzt diesen Anfang gesehen, ja? Wenn du halt mir überhaupt nichts von dieser Figur irgendwie zeigst. Und stattdessen halt irgendwie zeigst, wie er halt vorher gelebt hat oder wo er vorher gelebt hat. Und wenn ich dann in der Zeichentrickserie innerhalb von 5 Minuten, ist alles klar. Es ist wirklich alles klar. Die Diskrepanz ist so krass, gerade für mich als jemand, der es frisch gesehen hat, das wirklich frisch vergleichen kann. Die erste Szene mit Katara und ihrem Bruder. In der Zeichentrickserie, die sitzen im Kanu und machen halt Unfug. Ne, weil sie Geschwister sind, Junge und Mädchen. Und er ist auch noch ein bisschen chauvinistisch, weil die Gesellschaftsstruktur der Wasserleute ist halt, die Männer machen das und die Frauen dürfen nur heilen, so nach dem Motto Jäger und Sammler. So, das wird aber alles da etabliert in diesem gaggigen Ding. Und es ist charmant, du magst die Figuren, oder beziehungsweise du findest Docker eben nicht so gut. Deswegen ist es umso besser, dass du ihn später magst. Das ist alles da drin und äquivalent Realserie, die sitzen da drin und er redet davon, dass er eine Führungspersönlichkeit ist, die soll sich nicht so haben. Und sie kann schon toll zaubern, besser als in der Zeichentrickserie, mein Eindruck. Also zaubern, also die Wasserelemente beherrschen. Die haben jeden Charme aus dieser Szene genommen. Es gibt da keinen Gag, es gibt nichts Zwischenmenschliches, es gibt nur Exposition-Dumping. Und das ist die ganze Zeit, jeder Dialog, weil das so eine Möchte-gern-Game-of-Thrones-Serie ist, verbringen sie mit Worldbuilding, statt es uns zu zeigen, was uns eine Kinderserie zugetraut hat, erzählen sie davon. Und das ist so nervig. Und ich muss an ein Zitat von Onkel Iroh denken, der besten Figur überhaupt, der mal gesagt hat in der englischen Fassung, Wisdom is chasing you, but you've always been faster. Und genauso ist diese Serie. Ey, krass, das ist ja unfassbar. Aber ich glaube, es ist auch enorm. Also, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, aber so, was ich mitgekriegt habe: Cowboy Bebop, One Piece und so weiter. Ich meine, das ist alles. Also, One Piece war ja nicht schlecht. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass das den Charme der Zeichentrickserie erreicht. Und ich glaube, es ist einfach auch super schwer, Anime in Real Life umzusetzen. Es ist nicht unmöglich und du kannst ja sicherlich auch noch mehr, ich habe jetzt Avatar nicht gesehen, mehr richtig machen oder so. Aber generell ist das einfach so ein Genre, ist schon sehr, sehr schwer. Und ich weiß nicht, wie oft dann auch so westliche Regisseure und Produktionen da dran sitzen, die vielleicht auch diesen Spirit dieser Animes und auch die Quirks, wie sagt man so, ne, einer Anime-Serie, dieses Verspielte und Schräge und auch Überzeichnete und so, wenn die das halt wegrationalisieren und dann bleibt nur noch so ein so ein Game of Thrones-mäßig, wir machen Avatar, weil das eine epische Geschichte ist, aber wir wollen die für ein westliches Publikum auch machen und dann bleibt halt viel auch auf der Strecke. Wobei, Avatar ist ja in Wirklichkeit eine westliche Serie. Sie sieht ja nur aus wie Anime, also sie kommt ja aus dem Westen und deswegen ist sie auch, glaube ich, im Westen sogar noch kompatibler als die meisten Anime-Serien. Ich habe schon eine Naruto-Echt-Serie. Das wollte ich gerade sagen. Nee, das ist gerade, es kommt jetzt bald. Also, das ist in Developing und der gleiche Regisseur von Shang-Chi hat das unterschrieben. Okay, wenigstens das. Es gibt so eine Grund, ich muss immer an Guillermo del Toro denken, der immer sagt, Animationsfilm ist Film. So.
Und in dem Moment, wo du eine Realversion von Animationsfilmen machst, ist es eigentlich, läufst du ganz stark Gefahr zu sagen, Animationsfilm ist ja nicht so viel wert wie real. Und deswegen mache ich jetzt die wertige Fassung davon. Ne? Viele, also bei, genau. bei manchen Projekten fühlt sich das einfach so an. Auch bei den ganzen Live-Action-Umsetzungen, die Disney jetzt gerade macht. Es fühlt sich teilweise so an, als wäre so, jetzt kommt die richtige Fassung. Ihr kennt die Kinderversion, es kommt die richtige Fassung. Ja. So, und das ist halt so, das ist hochnäsig. Das ist ganz frech gegenüber der Vorlage und das funktioniert dann nicht. Wo's, bei One Piece hat es ein bisschen funktioniert, weil, und ich zitiere schon wieder irgendeinen Tweet, den ich gelesen habe, bei den Machern von One Piece hat man gemerkt, die haben das so umgesetzt, weil sie dieses dringende Verlangen hatten, dass andere Leute, die nicht Animation gucken, sich endlich mal One Piece antun. Dass sie wirklich mal so auf den Geschmack kommen und das sehen und auch in diese Welt reingezogen werden. Das ist die Intention der Macher. Die Intention der Macher von, und da müsst ihr nur irgendwelche Interviews lesen zu der Avatar-Realserie ist, ja, wir machen das jetzt mal in Ernst und in Cool und wir nehmen das jetzt ja, wir machen jetzt die Game of Thrones Fassung. Wir nehmen das Kindliche raus. Auch so wir nehmen das Kindliche. Das andere war eine Kinderserie, jetzt kommt die richtige Serie. So, und das ist halt hochnäsig gegenüber der Vorlage, die zu den 10 bestbewerteten Serien aller Zeiten gehört, egal ob Animation oder nicht. Aber stimmt, also da jetzt mal anzustoßen, da sterben jetzt auch Menschen halt viel. Ne? Erste Episode direkt Feuer und dann brennen da halt, Menschen live on screen jetzt gerade. Und das war in der Serie nie so. Da waren ja eher Geboxe und sowas halt, ne? Und so Verletzungen, aber nie tot. Ich finde, das könnte man das ja machen, aber dann mach nicht genau dasselbe. Also nimm nicht den Story-Arc. Ja, ja. Spiel, lass doch die ganze Serie 100 Jahre davor spielen. Man macht das einfach, erzähl ein Prequel. Aber, es gibt sogar Prequel-Bücher, die saugut sein sollen. Hättet ihr mal das erfüllen? Ja. Weil jetzt steht ja in Konkurrenz zu einer der bestbewerteten Serien aller Zeiten. Und du kannst ja fast nur verlieren. Ja. Aber es ist gleich wie auf dem Film, ne? Avatar, also The Last Airbender. Was ja das ähnliche Thematik, ne? Aber ich bin so spannend, ich sehe jetzt auch gerade immer so ganz im Vergleichen. Und da war es auch so, ja stimmt, das ist recht. Also bei Avatar jetzt der Serie, es wirkt manchmal teilweise wie ein Cosplay. Ja. Die Cosplayer am Set und so dann spielen die sitzen. Das war ein bisschen so, ja. Aber wie gesagt, ich bin da, für mich war so auch da, ne, also versucht das erstmal so aufzunehmen, zu konsumieren, wie es geht. Aber ich stimme dir auf jeden Fall voll zu. Jetzt mal ein anderes Thema, weil du nochmal fragst, jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe einen anderen Film gesehen im Kino. Und den habe ich schon versucht zu verdrängen. Poor Things. Oh, du hast versucht, den zu verdrängen. Habt ihr gesehen? Ja. Ey, also Sean kam zu mir und meinte, ey, du musst den Film gucken. Ich hab zwei, drei Mal gucke ich, okay? Ich habe keinen Trailer gesehen, nix. Ich gehe rein und dachte, in den ersten 20 Minuten schwarz-weiß, Fischei, alles. Okay, was ist das? Der sieht mit dem Hund und so. Dachte, ey, was ist das hier? Und dann hat er auch so ein bisschen experimentell gespielt, ne? Also die Emma Stone. Ich bin auch voll Fan von Emma Stone auch generell. Also La La Land und andere Filme halt fand ich super, ne? Oder hast du The Favorite mit ihr gesehen? Favorite? The Favorite. Vom gleichen Regisseur. Nee, okay. Weil dann wärst du vorbereitet gewesen. Nee, hab ich nicht gesehen. Aber ich, stimmt, hab schon gehört, dass er Regisseur. Finde ich sogar noch besser. Sehr, sehr eigen ist. Ja. Nee, ich finde aber Thematik, also am Ende, natürlich, wenn man darüber redet, dann, okay, macht Sinn, ne? Growing up und sowas, ne? Und da sind schon viele Sachen dabei. Aber als Film selber. Ich gucke mir nicht noch einmal an. Das reicht ja. Einmal, das reicht schon. Ja, aber ja, ich glaube, aber so die Filme von Yorgos Lanthimos sind natürlich auch, ja, die sind natürlich auch ein bisschen weird und da muss man schon auch ein Fable für haben, für diese Weirdness. Ne? Und ich glaube, wenn man gar nichts vorher weiß, von dem nichts gesehen hat oder so, dann ist es natürlich noch ein bisschen komischer. Ja. Ich habe damals, wie hieß der Film mit den eingesperrten Schwestern? Dogtooth. Ja, das war der erste, den ich gesehen habe. Und der war so weird, aber der hat mich auch irgendwie fasziniert. Und aber dann wusste ich halt, okay, der Regisseur ist halt, also da weiß ich krieg da nicht so einen normalen Save the Cat-Film, und das fand ich dann halt, und wenn du da dich drauf einlässt, also bei Poor Things, da wusste ich, okay, ich war nur die Frage, wie weird wird's, nicht ob's weird wird. Ja. Und dann hat der für mich voll funktioniert und ich hatte da richtig viel Spaß mit, aber das Problem ist halt, wenn du unvorbereitet in so einen Film gehst und du erwartest irgendwie sowas, was Sinn ergibt im Sinne von klassische Erzählstrukturen und so, und dann gehst du da rein und denkst dir so, what the fuck, ist das gerade ein Huhn oder ein Hund gewesen? genau. Ein Hund. Ja. Und eben der Blase, habe ich immer am Ende noch nicht verstanden. Naja, das sind seine Darmgase, die er irgendwie abfällt. Ja. Aber hat es irgendwie, also ich meine, als Gag ist okay, aber. Nee, er ist halt einfach ein zerschnibbelter Charakter, ne? Ich meine, der Vater hat ihn ja komplett auseinandergenommen für seine wissenschaftliche Forschung. Da sind vielleicht ein paar Kanäle falsch zusammengekriegt. Ja, wahrscheinlich irgendwie so. So, komm, wir müssen mal langsam. Ja, ich habe auch gar nicht, reden wir noch über Zone of Interest? Ja, deswegen. Das, das war der letzte, den ich als letztes gesehen habe, vorgestern. Und dann können wir das gleich im nächsten Blog besprechen. Ja, weil was anderes habe ich auch tatsächlich. Weiß ich nicht mehr, ob ich sonst noch irgendwas gesehen habe.
Nö, ich auch nicht besonders. Nö, alles, was wir jetzt sprechen. Ich hab mir Southland Tales habe ich nochmal angeguckt. Oh Gott, im Zuge von Donnie Darko. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube, das Fass muss ich jetzt hier nicht aufmachen. Der zweite Film von Richard Kelly, der eigentlich mal als Comicgeschichte beginnen sollte, in Cannes eine richtig lange Version präsentiert hat, die dann runtergekürzt werden musste. Und am Ende kam ein Film bei raus, den keiner mehr irgendwie. Aber mit super vielen Stars. Ja, ja. Ne? Dwayne Johnson ist Justin Lead. Timberlake. Justin Timberlake, Sean William Scott. Wer ist es noch? Hier, Sarah Michelle Gellar ist mit dabei. Und ach, noch diverse Leute. Mhm. Ja. Aber ja, habe ich mir im Zuge von Donnie Darko angeschaut, über den wir heute auch noch reden, denn der startet nämlich jetzt nächste Woche auch nochmal im Kino. Deswegen. Ach, ja? Filmstarts? Ja, let's go. Cool, alles klar, dann gibt's hier unseren Supercut. Der Bill Skarsgård, ja. Ne? Ja, die sehen sich schon sehr, sehr ähnlich, sehr ähnlich, ja. In diesem, vor allem in dem Outfit von ja. Fate Router. So, ja, ey, lasst uns mal schnell ein bisschen was abhaken, was man schneller abhaken kann. Unter anderem die Mediathekenhinweise. Das ist das zweite Mal. Bill Skarsgård. Ja? Ja. So, was haben wir? Wir haben in der Tele5-Mediathek Brothers Grimm von Terry Gilliam über die Gebrüder Grimm, die in einen Wald gehen müssen, um dort gegen eine böse Königin zu kämpfen, die für ihre Jugend alles tun möchte, gespielt von Monica Bellucci. Und die beiden sind so ein bisschen mehr Scharlatane und das wird so ein bisschen ihre Märchen, die Märchen von Brüder Grimm werden da so ein bisschen mit eingeflossen oder eingeflochten. Und gleichzeitig, wie gesagt, sind sie so ein bisschen Trickbetrüger, aber halt auch die Analysten von knallharten Mythen und so weiter und so fort. Ich mag den, das ich noch nie gesehen. Ist in Ordnung, kann man machen. Dann haben wir noch in der Tele5-Mediathek Brawl in Cellblock 99. Den magst du gerne? Den mag ich gerne. Ja, es geht um einen Boxer, der sich auf einen miesen Deal einlässt. Er muss, glaube ich, einen Drogendeal abwickeln. Der geht schief, er kommt in den Knast. Und dann wird seine Frau quasi entführt. Und er wird gezwungen, sich in ein bestimmtes Gefängnis versetzen zu lassen. Und, na, was heißt versetzen zu lassen? Strafversetzen zu lassen. Um dort in diesem Gefängnis jemanden umzubringen. Genau, er muss einen gegnerischen Mafia-Typen oder so, glaube ich, umbringen. Aber um da hinzukommen, um den im Knast umzubringen, muss er erstmal in diesen Knast kommen. Das ist der krasseste Knast, den es gibt. Und dafür muss er in den Knast, in den er kommt, erstmal richtig Scheiße machen und legt sich dann da mit den Guards an und so weiter, damit er dann transferiert wird in den eigentlichen Knast. Wie heißt der Typ nochmal? Greg S. Zahler, der unter anderem Bone Tomahawk. Bone Tomahawk Typ. Dragged Across Concrete. Genau, also ist, der Typ, ich finde ihn ja irgendwie faszinierend, die Filme von dem, weil die sind natürlich hochbrutal, also wirklich teilweise sehr explizite Gewaltdarstellung, dann aber auch immer so eine, fast schon ein bisschen komisch manchmal. Ich meine, der Hauptdarsteller ist Vince Vaughn, den man ja jetzt auch nicht direkt mit irgendeinem krassen, also der spielt ja fast nur in Comedies normalerweise und hat auch einfach diese Screen Presence, wo du erstmal denkst, es ist lustig, spielt aber in dem Fall eigentlich passt das ganz gut, weil der ist ja riesig und ist schon eine Kante und der Film ist ein bisschen zu lang. Ja.
Aber ich fand den schon. Und er kriegt die Kurve zum Pulp, nimmt er ein bisschen zu spät, meiner Ansicht nach. Das hätte er schon früher machen müssen. Der ist am Anfang sehr ernst. Und du denkst die ganze Zeit, du guckst dir ein ernstes Knastdrama an und plötzlich wird es halt wirklich vollkommen überzogen. Es wird dann irgendwann so übertrieben, dass du merkst, okay, es ist nicht so ganz ernst gemeint. Aber ich war unterhalten dafür, dass der über 2,5 Stunden, glaube ich, geht oder so. Und wie er am Anfang mit bloßen Händen das Auto auseinander nimmt, ist immer noch eine schöne Szene, finde ich. Ist er sauer und lässt an seinem Auto aus. Ja. Ja, dann haben wir in der Arte-Mediathek Angeklagt mit Kelly McGillis und Jodie Foster, die hier eine junge Frau spielt, die im Nebenraum einer Bar vergewaltigt wird von mehreren Männern und während mehrere Männer auch noch zugucken und die eigentlich vor Gericht zieht, aber mit der ersten Klage, die sie einreicht, nicht so wirklich Erfolg hat, denn diese erste Klage wird nur auf Körperverletzungen und nicht auf Vergewaltigung ausgelegt. Und daraufhin beschließen sie, nochmal vor Gericht zu gehen und die Leute, sag ich mal, anzugehen, die nur zugeguckt haben. Wichtiger Film, gut gespielter Film. Jodie Foster hat damals einen Oscar bekommen für die Hauptrolle. Und ich fand ihn damals schon gut, obwohl ich noch gar keine Ahnung von diesen ganzen Themen hatte. Und ich glaube, unter heutigen Gesichtspunkten oder heutigen, sag ich mal, unter dem heutigen Zeitgeist sieht man den Film, glaube ich, nochmal eine ganze Spur anders. Habe ich ihn jemals gesehen? Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe mir in Vorbereitung den Trailer angeschaut. Und ich war schon vom Trailer geflasht, auch wenn das dieser blöde 90er-Jahre-Trailer ist mit der Stimme und so. Aber da dachte ich so, oh Gott, was für eine gute Story das ist. Weil sie halt mit der ersten Klage, wie du sagst, es läuft ja nicht so, wie sie, aber dann fast schon als juristischer Trick, okay, dann gehe ich aber die anderen an. Ja. Das klingt wie so ein Revenge-Flick im Gerichtssaal. Ja, ist es auch. Ja. Ja. Hab ich Bock. Und ich habe auch überlegt, mir den jetzt anzugucken. Vor allem, der ist ja 3 Jahre oder so vor Schweigen ja nimmer. Ich wusste nicht, dass sie dafür schon einen Oscar hatte. Heißt das ja 2 Oscars? Ja, die hat 2 Oscars. Ich dachte immer, die hat einen. Ah, okay. Ja. Dann haben wir einen Film, den ich sehr mag. Er heißt im Original Stripes. Die Deutschen haben, ich glaube, mich knapp für Elf rausgemacht. Das ist auch geil. Das ist sogar von Stripes auf, ich glaube, mich knutscht ein Elch. Ja, es geht hier um einen, ich will sagen, Lebemann, aber auch vielleicht auch einfach Loser und Hänger namens John, wie heißt der, John Winner oder so. Dann auch noch Winger heißt der, genau. Jeff Winger. Und der, John Winger, der beschließt halt mit seinem Kumpel zusammen, sich bei der Armee einschreiben zu lassen, weil sie halt nichts Besseres irgendwie. Basically ist das Police Academy bei der Armee. Ja, ja. Und sie schaffen es dann halt bei einem Auslandseinsatz, die geheime Waffe, getarnt als Wohnmobil, zu klauen, um damit 2 Frauen beeindrucken zu können, was aber dazu führt, dass der Rest der Einheit hinter tschechoslowakischen Gittern landet. Es ist halt, was soll man sagen, Ivan Reitman, Harold Ramis, Bill Murray, noch bevor sie Ghostbusters gedreht haben. Leider muss ich dazu sagen, das ZDF bietet ihn nur noch einen Tag an, also nach dieser Sendung hier, oder bis zum 2. ja gut, bis Samstag. Schalt ja. Leider ist es die neue Synchro. Ach so. Ja, ach. Da haben sie leider die Stammsynchron, in der neuen Synchro ist die Stammsynchronstimme von Bill Murray, da, Herr Elsholz spricht die. Aber Andreas da Elsholz. Arne heißt er, glaube ich. Also, okay. Ich dachte, der hat Zeit. Der hat jetzt, also in der ersten Synchronfassung war es nicht die Stammstimme. Ja, da war es eine andere Stimme, aber da war der Humor und die Sprüche, die waren halt einfach so viel besser. Und sie haben halt komplett alles nochmal neu gemacht mit Herrn Elsholz, um halt Leute wahrscheinlich dann an die Stimme von Besseres Bill Murray. Timing oder bessere Übersetzung? Nee, also ich glaube nicht, dass es eine bessere Übersetzung ist. Es ist einfach viel witziger, weil es halt eben auf die Übersetzung scheißt. Spencer-mäßig. Genau. Ja. Ja. Also Frauen lieben mich, weil ich selten Unterwäsche anhabe, aber Weihnachten schließe ich öfter. Also so Sachen, weißt du, also das hörst du halt in der neuen Version nicht mehr. Das ist halt schade. Aber vielleicht als Tipp im Kontext finde ich ein bisschen dazu. Ich mag diesen Film auf Netflix, A Futile and Stupid Gesture. Du hast dich vielleicht über die Entstehung von Saturday Night Live, und National Lampoon, Humor, ne? Ja, National Lampoon, Caddyshack, die zeigen sogar ein bisschen was aus den Dreharbeiten von dem Film halt nur im Film. Und das ist so ein herrlicher, kleiner Netflix-Film, den kaum jemand kennt, der sich halt mit der Herkunft des amerikanischen Humors im Fernsehen, so wie wir ihn heute kennen, seit Saturday Night Live beschäftigt und uns das zeigt. Und im Kontext dazu, dann gewinnt der Film noch eine andere Ebene, finde ich. Und es gibt noch eine Ebene. Das wusste ich bislang auch noch nicht wirklich. Das war eigentlich mal ein Projekt für Cheech and Chong. Ach. Ja, das sollte eigentlich mal ein Cheech and Chong Film werden und ist dann irgendwie fallen gelassen worden, weil die keine Zeit hatten oder vielleicht auch zu bekifft waren oder sonst was. Drogen spielt auch eine große Rolle. Wir haben keine Zeit. Ja, so, und dann haben wir noch Parasite in der ARD-Mediathek von Bong Joon-ho über eine Familie aus ärmeren Verhältnissen, die sich bei einer Familie aus reichen Verhältnissen im wahrsten Sinne des Wortes einnistet.
Und mehr sollte man über den Film nicht wissen. Der wurde zu Recht mit dem Oscar ausgezeichnet, meiner Ansicht nach. Ist inszenatorisch und schauspielerisch ganz großes Kino. Mhm. Und ja, hat das Korea-Kino noch mal auf eine ganz neue Stufe gehoben, eben durch den Oscar-Gewinn. So, dann haben wir noch ein paar Streaming-Tipps. Zack, zack, zack. So, was haben wir da? Asteroid City, Wes Andersons Mars Attack gibt's jetzt auf Sky. Für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben. Über eine Kleinstadt, in die eine Menge Menschen kommen. Die werden dann vom Militär dort festgehalten, weil Außerirdische gesehen worden sind. Die dürfen dann nicht mehr raus. Ist das Wes Anderson? Ja. Mhm. Und hast du gerade gesagt? Wes Andersons Mars Attack, habe ich gesagt. Also. Und das Ganze ist aber tatsächlich ein Theaterstück, was nochmal aus einer anderen, sag ich mal, Ebene heraus beobachtet und geschildert wird. Wes Anderson Kino, was soll man sagen? Ja, ey, also, ich bin Big Fan. Ja? Ja, voll. Also ja, ich liebe seinen Film. Das ist doch schön. So, dann hat Amazon Prime jetzt zwei, ich will sagen, Shadow Drops. Warum? Mhm. Weiß ich nicht, weil American Fiction, ein Film, der als bester Film bei den Oscars nominiert ist, einfach mal gestern oder vorgestern veröffentlicht. Ach, krass. Ja? Das sagt mir gar nichts. Ja, mit Jeffrey Wright, es geht darum, da ist ein, ich glaube, das ist ein Uniprofessor und der regt sich über die Stereotype der Afroamerikaner auf und veröffentlicht dann ein Buch, wo er halt wirklich völlig aus, also wirklich völlig alle Stereo und Klischees, also Stereotypen und Klischees vom Stapel lässt und hat damit plötzlich richtig Erfolg und das droht halt zu Verwicklung. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, weil wie gesagt, es kam für mich komplett überraschend. Ich hatte eigentlich schon die Mediathekentipps fertig und dann kam plötzlich, okay, der ist da. Ja. Und für diejenigen, die sich halt auf die Oscars vorbereiten wollen, auch hier mal gleich kurz zur Erwähnung am ne? Ja, ich, nächsten ist Sonntag. Zu spät. Ach komm, es geht nicht mehr so lange. Es geht nur noch bis 3 Uhr. Ne? Gut. Nächsten Sonntag gibt's den Oscars hier wieder bei uns. Vielleicht mit Eddie. Vielleicht noch mit einer Menge anderen Leuten. Ja, aber ja, zur Vorbereitung American Fiction wurde einfach mal gedroppt. Meine Vermutung ist, der Film existiert schon, glaube ich, seit rund 2 Wochen auf Deutsch, illegal im Netz. Auf Deutsch. Ah. Ja, und ich denke mal, sie werden sich gedacht haben, okay, dann hauen wir ihn jetzt einfach raus. Und das Gleiche gilt jetzt irgendwie, oder beziehungsweise ähnlich nebulös ist jetzt Ferrari. Lollo Ferrari? Nicht ganz. Enzo Ferrari. Ja, 50-50 schon. Der letzte oder neueste Film von Michael Mann. Ja, der jetzt. Ja, ich hoffe, am 1.3. bei Amazon Prime rauskommt. Ich habe aber auch im Netz Zahlen bzw. Daten gelesen, die sagen, es ist der 8.3. Oh. Ja, ich bin nicht ganz schlau draus geworden. Ich habe wirklich mehrere Angaben bekommen. Du hast ihn auch bestimmt schon gesehen. Ich habe ihn gesehen, ja. Klar. Es geht hier um einen bestimmten Lebensabschnitt von Enzo Ferrari, was mir insofern ganz gut gefällt. Es ist nicht dieses Biopic von wegen, du siehst den kleinen, jungen Enzo, der irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Auto oder durch die Gegend spielt oder plötzlich irgendwie durch ein bestimmtes Ereignis seine Liebe zum Autofahren entdeckt oder sonst irgendwas. Es geht halt 1957 los. Ferrari ist schon im Business, aber das Business strauchelt, genau wie seine Ehe. Ja, der Sohn ist gerade gestorben an einer, ich glaube, Muskelkrankheit. Also das ist kurz, die Ehe ist daraufhin ein bisschen auseinandergebrochen, aber man ist auf jeden Fall noch Geschäftspartner, also man leitet die Firma zusammen. Aber Enzo hat gleichzeitig noch eine andere Beziehung, beziehungsweise hat eine Affäre mit einer anderen Frau, mit der er auch noch ein Kind hat. Ja, und gleichzeitig, naja, droht die Firma vor, ja, bankrott zu gehen. Und das ist so ein bisschen die Phase, die dann letztendlich bei Ford versus Ferrari geschildert wird, wo es um die Übernahme geht, beziehungsweise um die Fusion von Ferrari mit Fiat. Das spielt so ein bisschen davor. Da werden so die Weichen gestellt, die wir dann halt bei Ford versus Ferrari gesehen haben. Und ja, zeigt halt, wie Enzo versucht, bei all seinen privaten Problemen noch eben ein Team aus 5 Fahrern zusammenzustellen, damit sie die Mille Miglia gewinnen können. Ein Prestigerennen von Brescia, glaube ich, nach Rom, über 1000 Meilen, hin und zurück. Und wenn sie das gewinnen, dann ja, scheint das Geschäft wieder zu boomen. Und das fand ich halt schon ganz gut, dass es halt eben nicht so ein klassisches Biopic ist, was irgendwie die gesamten Schritte, den ganzen Werdegang zeigt. Allerdings muss man hinzusagen, hin und wieder kommen schon Dialoge vor, die du halt so gerne Exposition Dump nennst. Mhm. Wenn dann die Mutter von Enzo Ferrari mit ihrem Chauffeur über den Friedhof läuft, habe ich Ihnen schon mal erzählt, wie ich meinen Sohn verloren habe? Und er sagt noch, ja, Signora. Ja, das war damals, bla 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 bla. Ja. Weißt du, also so manche Dialoge merkwürdig. Und ich habe den halt auf Englisch gesehen.
Das wäre mein Problem. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und ich muss sagen, ich verstehe es beim besten Willen nicht. Es sind alles Italiener. Ja, es gibt einen Engländer da in diesem Team. Ja, oder in einem anderen Team gibt es auch noch einen Engländer. Ja. Da könnte man mal Englisch sprechen. Ja, aber alle reden auf Englisch. Ah, oh, I don't know why, was oder machen. Super Mario. Ja, it's a car. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es. Das hat mich so abgeschreckt. Also zwei Sachen haben mich abgeschreckt. Das eine ist, ich finde, Tarantino hat recht, wenn er sagt, die besseren Michael Mann Filme sind immer die in der Gegenwart. Immer wenn Michael Mann Filme dreht, die in der Gegenwart spielen, sind die super. Und Filme, die in einer bestimmten Zeitepoche spielen, sind halt zumindest schwierig. Und das ist das eine, aber das andere ist, ich habe halt Adam Driver in House of Gucci gesehen und dieses ganze Mario. Ich habe das nicht ertragen. Ich glaube, ich muss den auf Deutsch sehen. Ich glaube, ich kann mir den nicht im Original anschauen. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Bei House of Gucci fand ich das so schlimm. Egal, was die gesagt haben, es war immer so, auch wenn es Adam Driver, super Schauspieler, aber es ist immer so, als hätten sie unter dieser tollen Maske noch so eine rote Clownsnase, würden sie sich noch so aufsetzen in den Dialogen und dann reden. Ja, das fand ich auch schlimm, weil eigentlich sind es Italiener, die untereinander halt italienisch miteinander reden. Also warum haben die einen Akzent? So, ja. Und hier sind es halt Amerikaner, die und keine Ahnung, die halt Italiener spielen sollen und dann ja gesagt bekommen haben, hier spielen wir mit dem. Betont das mal so, ja, als würde ein Italiener Englisch reden. Und das verstehe ich nicht, weil dabei können die gar kein Englisch. Genau, das zum einen. Und dann denke ich mir halt auch, für Schauspieler ist das doch einfach eine Hürde mehr. Mhm. Wenn ich irgendwie versuchen muss, an jedes Wort noch so ein oder sonst irgendwas ranzuhängen. Ja. So, ne? Also anstatt einfach normal zu spielen. Ja. Also man merkt es halt, wirklich bei manchen Schauspielern sind die schon fast, konzentrieren sich darauf, diesen Akzent behalten zu müssen, anstatt irgendwie frei von Gesundheit. Wobei Lady Gaga und Jared Leto, ist es vielleicht dieses Method-Ding? Ja. Vielleicht war das ja gar nicht, was Ridley Scott wollte, sondern die sind so ans Set gekommen. Also bei Jared Leto kann ich es mir vorstellen. Ja, Lady Gaga ist auch monatelang nur so rumgelaufen, hat nur so geredet, auch privat. Die war da total Method. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die, das, also Bündnis behauptet sie das. Okay. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie so ins Set gekommen sind und er dann da sitzt so, ah, scheiße. Und er hat es nicht gemacht. Hier, wie heißt er nochmal? Adam Driver? Nee, Jeremy Irons. Ach so, der spielt auch in House of Gucci. Ja, er hat sich gar keine Aktion. Nee, er spielt es ganz normal mit seinem britischen Dings. So. Ja. So, und dann haben wir noch einen Netflix-Exklusivstart namens Spaceman von einem Regisseur namens Johann Trenk. Das ist der Regisseur, der unter anderem schon Chernobyl gemacht hat, die Serie. Mhm. Oder früher bei Stacabo, der Lead, der Front-Rapper oder Singer war. Der hat hier einen Roman verfilmt, eine Geschichte, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt. Und mit Adam Sandler besetzt, der hier einen Astronauten spielt, der gerade auf einer 6-monatigen Mission an den äußersten Rand unseres Universums ist, beziehungsweise unserer Galaxie, irgendwo beim Saturn muss er einen Nebel, sag ich mal, erforschen, der Antworten auf die Entstehung des Weltalls irgendwie bringen soll. Und er hat nur zwei Bezugspersonen, das ist unter anderem Peter, sein Mann da in der Raumstation oder bei der Weltraumbehörde und halt seine Frau, aber seine Frau, die gerade schwanger von ihm ist, entschließt sich, ihn zu verlassen. Und das stürzt ihn halt in eine ziemlich große Krise, was natürlich auch die Weltraumbehörde in eine ziemlich große Krise stürzt, weil sie halt Angst haben, dass die Mission dadurch gefährdet wird, wenn er da oben halt, sag ich mal, einen Koller kriegt. Und naja, dann taucht plötzlich eine riesige Spinne in seinem Raumschiff auf. Ah, mit dem redet dann so. Ja, und mit der führt er ein paar Gespräche. Ja. Ey, ist kein schwungvoller Film. Ja. Ja, man muss sich auf sehr ruhige 100 Minuten gefasst machen. Ja, ich habe echt Bock. Ich fand die Philosophie oder beziehungsweise die philosophischen Gespräche zwischen Paul Dano und Adam Sandler ein bisschen, naja, hast du halt alles schon irgendwo mal gehört, okay. Hast du alles schon irgendwo mal gesehen, kennst du halt, wenn du halt Filme wie 2001, ich habe es Interstellar genannt, ja, also wenn du Solaris 2010 und Moon und was weiß ich, ja, wenn du das alles irgendwie gesehen hast, ist alles sehr vertraut. Ah, okay. Ja, vertraut ist schon, aber das sind ja alles gute Filme. Also würdest du mir das jetzt empfehlen, weil ich habe das vielleicht noch nicht gesehen. Ich bin vorsichtig interessiert. Wie gesagt, mich hat er nicht unbedingt so mitgerissen und begeistert. Adam Sandler ist nicht das Problem, es ist eher so alles andere. Ich fand, er war auch technisch von den Schwebeeffekten cool, aber alles darüber hinaus. Die Spinne nicht? Im Trailer sieht die gut aus. Ja, die Spinne ist in Ordnung. Also ich hätte schon gesagt, für Arachnophobiker ist der Film nix. Ach, ich weiß nicht. Die hat sich irgendwie echt bewegt. So. Ja, also, aber die ich fand das schon, die hängt auch meistens immer nur an irgendeiner Wand oder in irgendeiner Ecke. So, ne? Also so viel Interaktion oder so viel
Aktion macht die Spinne gar nicht. Deswegen, also ob die da steht oder sitzt und dann der Mund da bei ihr mal auf und zu geht, ist dann eigentlich auch egal. So. Ich fand den Film, wie gesagt, no hard feelings gegen diesen Film. Ich will ihm überhaupt nichts Böses. Ich würde auch gar nicht sagen, dass der scheiße ist oder sonst irgendwas. Er hat mich einfach nicht so wirklich mitreißen können. Es gibt noch, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr es schon in einer der letzten Folgen gesagt, aber es gibt auf Arte noch Jodorowskis Dune. Genau, Jodorowskis Dune. Nee, das ist auch frisch wieder gekommen. Aber ich weiß nicht, ob es auf Arte ist oder auf dem YouTube-Kanal von Arte. Auf dem YouTube-Kanal haben sie seit Jahren schon. Ja? Also wenn sie nicht zwischenzeitlich runter. Ich habe nur was von Re-Upload. Ich habe nur gehört Arte vielleicht gab's und so. Und ich wollte es nur noch mal empfehlen. Genau. Ja. Ich habe natürlich die Blu-ray von diesem sehr seltene Blu-ray, möchte ich an der Stelle sagen. Mhm. Fantastische Dokumentation über die Entstehungsgeschichte, was die erste Dune-Verfilmung hätte sein sollen, aber nie zustande gekommen ist, mit den craziesten Geschichten, die man sich vorstellen kann, mit dem craziesten Cast. Also, was Jodorowsky sich da vorgestellt hat, ist komplett Wahnsinn. Aber einige Sachen, einige Elemente sind, glaube ich, haben es auch geschafft in den aktuellen. Also, die HR Giga Bauten. Mhm. Also Jodorowsky wollte auch, dass HR Giga da die, glaube ich, die Sets und die Raumschiffe und so weiter designen. Und ein paar davon haben es, glaube ich, auch jetzt in die aktuelle Fortsetzung von Dune geschafft. Es sieht zumindest der Style aus. Ja, ist es genau das? Ja, ja. Und man muss ja auch mal sagen, Jodorowskis Dune ist ja insofern dann auch verantwortlich für eine Menge andere, sag ich mal, Entwicklungen und sag ich mal, Übergänge und Filme letztendlich, dadurch, dass er eben nicht entstanden ist. Ne? Ja. Weil viele Leute, die halt an Jodorowskis Dune damals mitgearbeitet haben, haben dann letztendlich Alien mit Ridley Scott realisiert, zum Beispiel. Genau. Oder also, das fünfte Element mit Besson. Ja. Ja. Also guckt euch diese Dokumentation an, die ist wirklich auch sehr, sehr unterhaltsam und ihr werdet nicht glauben, was ihr da seht. Ja, das, glaube ich, trifft auch auf den Kinostart von Zone of Interest zu, oder? Den du jetzt zuletzt gesehen hast. Ja, das glaube ich sofort, was ich da gesehen habe. Ah ja, ich meine, aber du warst Ja, mich hat es schon sehr mitgenommen. Also ich hab den jetzt auch, ehrlich gesagt, ich habe erst überlegt, ob ich ihn überhaupt gucken will, weil mich so Filme halt schon auch immer derbe runterziehen und ich einfach, weißt ja, so, ja, weiß ich nicht, manchmal echt so ein bisschen Schiss habe vor Filmen, die mich runterziehen. Mhm. Und dann aber jetzt wegen Oscars und jetzt wegen der Sendung und so weiter habe ich gedacht, komm, und dann hat Andy auch noch so geschwärmt von dem. Und dann habe ich mir den reingezogen und ja, ist einfach ein fantastischer Film, muss ich wirklich sagen, dass der schon richtig, richtig gut ist, aber der hat mir auch richtig wehgetan. Also kann ich nicht anders sagen. Also auch wenn die Idee des Films ist halt quasi, es geht um Rudolf Hirst. Ja, Rudolf Höss, der Leiter, oder weiß ich, ist der Leiter vom Vernichtungslager Auschwitz und wohnt mit seiner Familie quasi direkt daneben. Also sie teilen sich im Prinzip, die Grundstücksbegrenzung von ihm ist gleichzeitig die Mauer des KZs. Und das ist so schon eigentlich fast die Prämisse, wie er sich versucht, dort mit seiner Familie, also der Film zeigt halt ständig eigentlich, er zeigt eigentlich fast ausschließlich nur den Alltag dieser Familie in ihren vier Wänden. Die Kinder, wie sie beim Frühstücken sind, in die Schule geschickt werden. Die Mutter, die mit dem frisch geborenen Baby im Garten arbeitet. Und im Hintergrund ist halt, das ist das Krasseste, dieses Soundmixing oder was da stattfindet. Die ganze Zeit im Hintergrund hörst du halt mal ganz leise nur. Du bist dir manchmal nicht mal sicher, ob du es gerade gehört hast oder ob es dir einbildest. Mal hörst du einen Schuss, mal hörst du einen Schrei, mal hörst du Hundegebell. Und das verstört einen, weil du weißt natürlich, was da abgeht. Und dann die Bilder zeigen aber wie so ein Werbespot, so die perfekte deutsche Familie. Sie geht mit ihren Kindern in den Garten, die haben da einen kleinen Pool, rutschen runter, während im Hintergrund Rauch aus den Schornsteinen von Auschwitz steigt. Boah, okay. Und es ist so makaber und irgendwie krass. Und es, ja, es macht einen, also mich hat das richtig fertig gemacht. Das ist schon fast surrealistisch. Also, ja. Ne? Also auch wie das aussieht, so clean und alles. Und ich saß so da, also, das ist doch jetzt bestimmt so ein bisschen künstlerisch überhöht und so, ne? Guck mir den Wikipedia-Artikel an. Oh, sie haben das Haus wirklich 1:1 nachgebaut. Das Originalhaus im Privatbesitz ging nicht, aber sie haben an Auschwitz das Set hingebaut, an die Mauer, sodass alles ähnlich ist. Und was mich total faszinierte, war auch diese Klangkulisse. Ich dachte, boah, das hört sich so echt an, aber vielleicht ist das auch so übertrieben. Ne? Ich habe so richtig schon mit Kopfhörern gehört. Und dann gucke ich auch nach. Der Sounddesigner hat halt
auch im Vorfeld, bevor der Film schon gedreht war, hat er angefangen, eine riesige Soundbibliothek aufzubauen. Um die 600 verschiedene Töne, die das alles darstellen sollen. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich für diese Töne inspirieren lassen von echten Augenzeugenberichten, was passiert ist. Mhm. Mal ist das passiert, dann hat ein Hund das gemacht, da ist jemand angeschossen worden, dann kam noch ein Schuss hinterher. So, und dann hat all diese Sachen genommen, hat sogar eine Karte genommen und geguckt, wo sind diese Dinge passiert. Und hat versucht, den Sound so zu pegeln, dass die Reichweiten auch noch stimmen. Mhm. Von dem Gebäude bist, ob du den Zug hörst, der gerade eintrifft oder nicht. Das ist auch so ein Ding, das ist sehr oft. Das ist wirklich der Dampf von der, du weißt ja ganz genau, was für ein Zug das ist, der gerade eintrifft und dass dann noch mehr Nachschub kommt. Es ist so realistisch. Es ist richtig krass, aber diese Diskrepanz zwischen dem, was in Wahrheit passiert und wie diese Familie einerseits halt, ja, wie soll man sagen, natürlich nicht als Monster gezeigt werden, sondern als Familie. Hm. Ja. Das ist halt so weird, weil das war ja die Lebensrealität von denen und die haben ja, die sind ja richtig aufgegangen in ihren Rollen. Also die waren stolz auf ihr Heim und sie ist, ihr Garten war ihr das Allerwichtigste. Und es ist halt so crazy, wenn du siehst, wie die da durch den Garten geht und der Schwiegermutter dann, oder ihre eigene Mutter, ich weiß gar nicht mehr. Eigene Mutter da so die einzelnen Blumen zeigt und so begeistert ist von diesem pflanzlichen Leben. Mhm. Und gleich, der Dünger ist halt auch gut, ne? Ja, und gleichzeitig, der ist noch warm, es gibt dann so andere Dialoge, so wo sie dann irgendwelche Pelzmäntel oder andere Sachen kriegt von ermordeten Juden und dann wie du merkst, okay, die ist normal. Nein, auch diese komplette Entmenschlichung, dass für die einfach gar keine Menschen mehr waren oder irgendwelche, sondern das war einfach irgendwie wie wenn du Unkraut vernichtest. Ja. So, wo du gar nicht groß drüber nachdenkst. Ja, also diese, das war eigentlich das, was mich so geschockt hat, diese Normalität und die Wuss, also du hast am Anfang mich noch gedacht, ja, vielleicht wussten sie nicht so genau, aber ich habe das noch versucht, irgendwie habe ich das noch versucht, für mich einzuordnen, wie können Menschen so sein? Aber nein, die wussten ganz genau, die reden da auch offen drüber. Und da gibt's Meetings, das ist auch so ein furchtbares Meeting, wo er sich dann trifft noch mit so ein paar Ingenieuren, die ihm dann erklären, den neuen Verbrennungsofen, der noch effektiver. Und dann wird da so ganz sachlich drüber geredet, wie schnell man und wie effektiv man verbrennen kann und so weiter. Und es ist, und es wird aber so gezeigt, wie wenn ein Grafikdesigner beim Architekten ist und sagt, ja, dann bauen wir hier. Und das geht mir richtig an die Nieren, wenn ich schon nur drüber nachdenke. Gleichzeitig aber auch fantastisch, ja. Also wirklich gut inszeniert. Und ich glaube, die haben in dem Film, du wirst wahrscheinlich wissen, ich habe es irgendwie gehört, nur mit fest installierten Kameras gearbeitet. Die haben 10 Kameras in diesem Haus einfach installiert, damit die Crew, also damit die Schauspieler an keine Crew kommt. Also damit die Crew halt nicht die Schauspieler irgendwie stören kann oder sowas oder aus der Konzentration bringen kann. Die hatten auch nicht so ein richtiges Drehbuch. Die haben einfach versucht, diesen Alltag nachzustellen. Was Sandra Hüller auch im Interview gesagt hat, dass das sehr schwierig ist, weil man sich halt genau dessen bewusst ist, dass man jeden Moment richtig Scheiße bauen kann. Ne? Und die haben halt Übergänge von einzelnen Räumen eben dadurch ermöglichen können, dass die Kameras halt so da inhastieren. Was hat Blazer gesagt? Big Brother Nazi-Haus. Ja. Big Brother Nazi-Haus. Genau. Ja. Besser kann man es nicht treffen. Krass. Genau so. Die haben ja überall Kameras, sind ja auch überall die Mikros. Was witzig ist, weil der Film ist ja auf Deutsch. Deutsch und Polnisch sind die einzigen gesprochenen Sprachen, glaube ich, die man hört. Und teilweise verstehst du es halt nicht so gut. Also ich habe es mit Untertitel gesehen. Du brauchst auch als Deutscher teilweise einen Untertitel, damit du es verstehst, weil die Mikros ja sonst irgendwo hängen. Aber das macht es nochmal so authentisch. Das macht es noch mehr zu Big Brother. Mhm. Und überall hast du halt die Kameras. Und die haben halt auch viele Szenen parallel gedreht. Einfach eine Stunde lang. Die hätten sogar noch länger gemacht, aber nur eine Stunde lang hielten die Memory Sticks. Ach, also die haben eine Stunde am Stück gedreht, überall im Haus. Und das ist immer so erschreckend authentisch. Das Kind haut irgendwie auf die Trommel. Ja. Und du bist dann im Nachbarraum und sie führt ihre Mutter da rum. Mit Blick auf das KZ. Und du hörst halt die Trommel im Hintergrund. Du weißt, es passiert wirklich gerade parallel. Es ist so, als würdest du live dabei sein. Ja. Und der Regisseur hat auch gesagt, das ist halt so Er wollte eine Beobachterperspektive reinbringen. Man kennt meistens die Täter- oder die Opferperspektive. Da ist es hier zum großen Teil auch eine Täterperspektive in Form von Rudolf Höss, aber nicht seine Familie. Das sind alles Beobachter. Und bei Beobachtenden, und du bist ja auch selber dann im Moment der Beobachter, weil du ja durch eine Big Brother-Kamera das alles anguckst, gibt es verschiedene Arten, darauf zu reagieren. Die Mutter von ihr ignoriert das alles oder denkt gar nicht darüber nach, dass es ein Vernichtungslager ist, bis sie es erkennt.
Und wir sehen, dass Hedwig Hirst das natürlich weiß, aber halt auch komplett absichtlich ignoriert. Oder benutzt, wenn sie zum Vorteil reicht. Oder benutzt, wenn es im Vorteil reicht, stimmt. Wenn sie damit droht. Also es ist halt, du hast verschiedene Beobachterperspektiven sogar und bist selber auch noch ein Beobachter und das macht halt was mit dir. Und das Besondere ist halt, man kennt natürlich schon Filme, es gibt ja zum Beispiel hier Boy in Striped Pyjama, was eine durchaus ähnliche Geschichte erzählt, aber auf eine andere Art. Und du, man kennt natürlich diese Geschichten und Filme zu diesem Thema schon, gibt es ja einiges. Aber was halt selten war, ist, dass man ja so diesen Alltag, ne, du hast dann oft gesehen, wenn du einen Film über Nazis gesehen hast, hast du gesehen, wie bei Schindlers Liste, ne, wie er im Lager der Nazi ist, ja. Und das war fast schon so ein bisschen wie Sopranos, dass du, ja, klingt jetzt bescheuert, aber ne, bei Sopranos siehst du ja auch den krassen Mafia-Boss, aber du siehst dann auch zu Hause, wie er sich rumärgern muss, weil die Frau nicht einkaufen war oder das Kind schlechte Noten nach Hause bringt. Und diese Diskrepanz, ja, das hat mich schon teilweise so ein bisschen erinnert, also im Sinne von, die zeigen eine andere Seite, die zeigen quasi die Nazis nicht beim direkt, zumindest nicht die ganze Zeit, beim Ausführen ihres Nazi-Berufs, sondern bei ihrem privaten. Und das hat es fast noch schlimmer gemacht. Ja, das hat es fast noch extremer gemacht. Und da muss ich sagen, das ist schon, auch wenn dieses Subtile da im Hintergrund und so, das hast du natürlich so nach den ersten Minuten hast du es verstanden und es geht dann noch 2 Stunden so weiter, so dieses, ich will es jetzt nicht Gimmick nennen, aber so dieses, ja, die leben ihr normales Leben, während im Hintergrund schreckliche Sachen passieren, das ist natürlich so das Leitmotiv, was sich so die ganze Zeit durch den Film trägt. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich da, dass er mich schon ganz schön mitgenommen hat und ich schon verstehen kann, dass der auch für einen Oscar nominiert ist und ich fand den echt, echt gut, aber also mir persönlich ging er auch ganz schön an die Nähen, ey. Jo, so. Krass. Mir auch. Also das ist eine schöne andere Perspektive einfach, im wahrsten Sinne des Wortes. Also sowas hat man halt noch nicht gesehen. Und vor allem ist es halt so schwierig, den Film zu empfehlen, aber ich finde, man soll ihn halt schon mal gesehen haben. Ja, also ich finde schon, das ist ein Film, hab mir beim Gucken noch gedacht, ich wünschte, den hätten sie in der Schule gezeigt. Ja. Das ist aber jetzt halt die Frage, ne? Weil das ist auch ein Thema, das habe ich mit einem Kollegen diskutiert. Wenn du heutzutage als junger Mensch, der noch nicht so viel Geschichte mitbekommen hat, ja, weil es vielleicht in der Schule auch noch nicht dran war und so, würdest du dem Zone of Interest zeigen? Wird der Zone of Interest so verstehen wie wir, die deutlich mehr Hintergrundwissen mit da einfließen lassen können? Das muss ja nicht am Anfang machen. Ja, also wir haben ja sehr lange über das Dritte Reich. Ja klar, klar. Also du musst vorher über das Dritte Reich reden, bevor du diesen Film zeigst. Du guckst ja mehr als einen Film in der Regel, auch in der Schule. Wahrscheinlich, ja. Also dass ich finde schon, dass der eine super interessante andere Perspektive ist. Ja. Ja. Gerade so dieses, wie kann es sein, dass Leute das nicht mitgekriegt haben? Entweder, weil sie es bis zu einem gewissen Punkt wirklich nicht wussten oder weil sie es halt bewusst ignoriert haben. Weil sie es halt bewusst ignoriert haben, ja. Und weil sie halt auch dann einfach nur zugeschaut haben und nichts unternommen haben. Aber das ist halt dann auch immer die Frage der einzelnen Person, inwieweit in der Lage du bist, etwas zu unternehmen zu können oder eben halt nicht. Ja, und ich glaube, damals war das eine sehr schwierige Situation. Ja, aber ey, ich muss auch sagen, ich finde es wirklich ein beeindruckender Film. Okay, ja, ja, wirklich ein beeindruckender Film. Das gilt auch für den nächsten Film, der jetzt nochmal wieder aufgeführt wird. Ich habe ihn mir jetzt nochmal kurz reingezogen als Auffrischung, weil er eben halt nochmal aufgeführt wird. Donnie Darko kommt nächste Woche am Dienstag nochmal, eben nur für diesen Dienstag in der Reihe Best of Cinema von Studio Kanal ins Kino. Und ja, ich mag den nach wie vor. Ich liebe diese Aura, die dieser Film hat. Ich finde, das ist die große Stärke von Donnie Darko, ist die, wie der wirkt. Jetzt noch gar nicht mal die Story oder Effekte oder sonst irgendwas, sondern einfach, der hat so eine, ich finde, der hat einen ganz komischen Vibe. Ja. So, den guckst du und der fühlt sich an wie so ein Fiebertraum so ein bisschen und irgendwie weißt du nicht genau, wie du das alles verstehen sollst mit der Musik, mit der, alles an dem ist so ein bisschen weird. Aber auch so, ja, schon auch ein bisschen einzigartig. So, ja, ne? Ja. Also leider hat Richard Kelly danach nie wieder zu dieser Stärke oder Form finden können. Aber ich muss auch sagen, er hat sich ein bisschen oft selbst kopiert und immer wieder Sachen, die er da angewandt hat, auch wieder in anderen Filmen versucht unterzubringen, was nicht immer ganz glücklich war. Und sie es war ist doch der Durchbruch für Jake Gyllenhaal. Ja, ja. Ne? Ey, und was ich gar nicht mehr auf dem Zettel hat, das ist der allererste Film von Seth Rogen. Ah, nein. Seth Rogen spielt damit? Ja! Es gibt eine Szene, da gucken sie sich so dieses Video, dieses Motivationsvideo oder dieses Werbevideo von Patrick Swayze an. Und dann siehst du plötzlich, gucke ich so, Moment mal, ist das Seth Rogen?
Der sieht aus wie Seth Rogen in sehr jung. Mhm. Und irgendwann steht er dann da mit dem anderen Schläger und sie machen hier, und das habe ich auch Jenna Malone, habe ich auch ewig nicht geschnallt, dass die das ist. Sie machen dann Jenna Malone irgendwie an und auf Deutsch sagt Seth Rogen, der erste Satz, den er im Film sagt, ja, das sind ein paar schicke Titten. Oder irgendwie sowas, ja. Oder das sind ja ein paar schicke Möpse oder irgendwie sowas, sagt er. Und ja, es ist Seth Rogen, das war seine erste Rolle. Krass, keine, wusste ich auch nicht mehr. Krass. Aber es gibt auch noch einen Director's Cut übrigens von Donnie Darko. Also kann man sich auch überlegen, anzugucken. Ich weiß leider nicht, welche Fassung sie ins Kino bringen. Ob es die Kinofassung ist oder der Director's Cut. Mhm. Ich hoffe, ja, ich weiß nicht. Ich mag den Director's Cut auch, aber ich muss dazu sagen, ich habe den Film noch mal in einer anderen Version gesehen, damals, als er noch gar nicht richtig lizenziert war und fertig war. Da lebe ich beim Fantasy Filmfest. Da hatten sie noch einen Song von U2 drin, der noch nicht lizenziert war oder den, für den sie die Rechte dann nicht mehr bekommen haben und der noch anders geschnitten war, sowohl als die Kinofassung als auch der Director's Cut. Mhm. Ja, weil da waren halt Szenen drin, die sind zwar im Director's Cut, aber da waren, haben auch Szenen gefehlt, die im Director's Cut drin sind, ja, aber die halt auch nicht mehr in der Kinofassung sind. Mhm. Ganz schräge Geschichte, aber ja. Drew Barrymore produziert und ich mag diesen Film wirklich sehr, sehr gerne. Also wenn man die Gelegenheit hat, schaut ihn euch bitte auf der Leinwand an. Generell, ich kann immer nur Best of Cinema empfehlen. Ich finde das super. Ja, ich muss auch sagen. So Sachen wie Universal Soldier will ich jetzt nicht unbedingt im Kino sehen, aber ich war jetzt letzten Monat Fünftes Element gucken im Kino. Voller Saal, Riesengaudi. Super, hatte ich das letzte Mal erlebt, als der 20-jähriges Jubiläum hatte, 2017. Und ich hoffe, dass ich ihn am Dienstag dann auch sehe. Wenn nicht, bin ich gerade im Stadion und schaue Bayern. Das ist eine gute Alternative. Champions League. Das Thema wollen wir jetzt nicht aufmachen. Stattdessen wollen wir für den nächsten Film jetzt einfach mal endlich an den Start gehen. Und zwar, ja, sucht euch die größte Leinwand, die ihr irgendwo in der Nähe finden könnt und gebt euch Dune 2. Denn ich glaube, für die größten Leinwände dieser Welt ist dieser Film gemacht. Er schließt nahtlos an Teil 1 an. Zur Erinnerung, das Haus Atreides sollte den Planeten Dune übernehmen, hat das Lehnsherrn dafür bekommen und sollte dort ein Gewürz, eine Droge, ein Reisemittel namens Spice abbauen. Wurde dann aber komplett ausgelöscht durch ein anderes Haus namens Harkonnen. Es stellt sich raus, es ist eine Intrige des Imperators. Und bis auf Paul Atreides, der Sohn des Barons und seiner Mutter, sind fast alle ums Leben gekommen oder wurden jetzt halt von diesem Planeten vertrieben. Und wir steigen jetzt halt ein, wie Paul und seine Mutter bei den Fremen unterkommen und dort halt ja sowohl die Gebräuche und das Leben dort kennenlernen, aber gleichzeitig auch den Kult um Paul weiter ausbauen. Denn die Mutter ist Angehörige einer Schwesternschaft, die schon seit Jahrtausenden daran arbeitet, einen neuen Messias zu prophezeien bzw. auf den Weg zu bringen. Und dieser Messias soll eben Paul Atreides sein. Sagen die einen, die anderen haben andere Pläne bzw. er selbst fühlt sich in der Rolle des Messias nicht so wirklich wohl, will aber auf jeden Fall mit den Fremen zusammen die Spice-Produktion zum Erliegen bringen, um halt dem Imperator gefährlich zu werden. Das ist die Story von Teil 2. Gut zusammengefasst. Oder? Ja, ja. Super. Ja. So. Ich weiß jetzt von drei Leuten hier, dass sie sehr hohe Wertungen bei Letterboxd abgegeben haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich folge dir leider nicht. Bist du auf Letterboxd? Nee, ich bin leider nicht auf Letterboxd. Okay. Genau. Ich weiß nicht, wie deine, sag ich mal, Wertung ist oder ob du da wirklich so eine richtige Wertung bei diesem Film überhaupt anbringen kannst, weil du hast eine Menge Zeit in sowohl Teil 1 als auch Teil 2 investiert. Und ich glaube, das ist nochmal ein anderes Gefühl, ein anderer Blick, auf dem, also mit dem man auf dieses Werk schaut. So, ja? Ich würde es einmal so aufziehen. Ich habe 4,5 gegeben, du hast 4,5 gegeben und ich glaube, du hast 4 gegeben. Was hat uns daran gehindert, die 5 zu geben? Zeit. Ich gebe nie 5 beim ersten Mal. Ich finde immer, die 5 ist das Höchste, was ein Film hat, dann ist es ein Klassiker. Oder zumindest in meinen Augen ein Klassiker. Und das weiß ich nicht nach dem ersten Gucken. Es ist sogar so, ich habe gemerkt, bei meinen 10 Lieblingsfilmen aller Zeiten, ich habe bei keinem einzigen von denen, ich glaube, jedem Einzelnen hätte ich höchstens 4 gegeben, als ich beim ersten Mal die geguckt habe. Aber so beim zweiten, beim dritten Mal habe ich erst gemerkt, Moment mal, ich liebe diesen Film, ich gucke den immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und dann habe ich den, das sind meine 5 von 5 Filme. Und das war nie beim ersten Mal so, das war nie lieber auf den ersten Blick. Ich gebe fast eigentlich so gut wie nie 5. Auf Anhieb, ne? Auf Anhieb, das sind auch dann auch Filme, wie gesagt, die müssen wahrscheinlich erst mal wachsen. Da muss ich dann auch sagen, in 10 Jahren habe ich immer noch Bock auf den Film. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was der aktuellste Film ist, dem ich eine 5 gebe. Vielleicht Oldboy oder sowas? Weiß ich nicht. Aber also,
Es ist schwer, da tue ich mich einfach schwer, weil das auch so was Absolutes hat. Meistens habe ich doch immer irgendwas am Film zu motzen, wo selbst wenn es nur ein Mini-Ding ist, wo ich dann sage, nee, aber ein Fünfer darf nichts zu motzen haben. zumindest emotional nicht, ne? Wenn ich jetzt sage, weiß ich, Back to the Future oder Empire Strikes Back, es könnten so Filme sein, die ich vielleicht 5 gegeben habe. Da weiß ich natürlich auch, da könnte man auch irgendwie das Haar in der Suppe finden, aber die sind emotional für mich so, dass ich sage, das sind für mich perfekte Filme, weil ich da einfach komplett drin aufgegangen. Also es ist super schwer, deshalb, und bei 4,5, also ich hatte halt dem ersten hatte ich halt 3,5 gegeben, fand den zweiten ein bisschen besser, also habe ich 4 gegeben. Und ich denke mir, es kommt noch ein dritter. Und wenn ich jetzt schon 4,5 gebe, wer weiß, was im dritten passiert. Ja, also da muss man ja auch noch immer so ein bisschen Spielraum lassen. Und letztendlich ist es eh, ob 4 oder 4,5 ist alles. Wichtig ist die Aussage, dass ich ihn gut fand. Das ist, glaube ich, das, was... Es ist schon dein dritter 4-Sterne-Film dieses Jahr, ne? Poor Things. Oh, dann ist es dein vierter. Echt? Was denn noch? Holdovers? Ja. Sonne und Beton? Ja. Stimmt. Dune. Ach, ja. Paar gute Eddie hat dieses Jahr schon, das wird ja dein Filmjahr, Alter. 20, ja, paar gute Filme gesehen, ja, tatsächlich. Ja. Ja, ich stehe auch zu den Wertungen immer noch. Also, das war. Ja. Das Problem ist einfach auch, manchmal denke ich so, ich würde gerne 3,8 geben. Mhm. Ne? Also, manchmal, ich kann es auch nicht erklären. Das ist das Herz. Hä? Dafür gibst du immer das Herz. Gib 3,5 und dann gibt das Herz, dann weiß man, dass es im Herzen eine 4 ist. Ja, das stimmt. Aber also, lange Rede, kurzer Sinn, der Film, was ich beim ersten ja noch so ein bisschen kritisiert hatte, zum einen natürlich das Ende, das Abrupte, wo ich gedacht habe, okay, jetzt fängt es langsam an, Spaß zu machen und dann ist der Film zu Ende. Da war ich schon, das muss ich sagen, das hat mich schon ein bisschen abgeturnt damals, als ich aus dem Kino rausgegangen bin. Ja, Dune ist, ich muss dazu sagen, ich habe die Bücher nicht gelesen, ne? Aber ich weiß natürlich um dieses Worldbuilding und die Größe und alles. Und das ist mir beim ersten Teil wurde das halt nur so angekratzt und das war so eher wie so eine Charaktervorstellung. Okay, wir haben den, wir haben den, wir haben den. Und so, das war schon geil, aber ich hatte das Gefühl, ich kann die Epicness spüren, aber sie ist noch nicht so ganz da. Und beim zweiten waren dann da so viele Kinomomente, wo ich sage, okay, dafür gehe ich ins Kino. Das ist der, genau das ist der Scheiß, den ich von einem Denis Villeneuve oder auch von einem Chris Nolan oder wie sie alle heißen, ne, das ist der Kram, den ich sehen will. So auch mit diesem ballernden Soundtrack von Hans Zimmer, wo die hätten wahrscheinlich einfach nur sitzen können und mit dem Soundtrack hätte ich schon gedacht, boah, ist das episch. Also wirklich, es war, das hat mir richtig gut gefallen und ich hatte dann auch in Zusammenhang mit dem ersten das Gefühl, okay, jetzt haben wir ein Universum, jetzt haben wir was, wo ich Bock habe, jetzt bin ich investiert. Ich habe aber auch Kritik. Ich finde, habe ich auch schon gesagt, habe ich direkt nach dem Kino gesagt, es war so im Mittelteil, ich muss dazu sagen, ich war auch sehr müde an dem Tag, aber im Mittelteil war mir ein bisschen zu viel so Exposition-Talk und Gelaber und wenn die dann da bei den Fremen sind und diese ganzen Rituale und ist er der Messias und so weiter. Und da habe ich dann irgendwann, habe ich gedacht so, ja, jetzt könnt aber auch mal irgendwie, ich verstehe, dass das auch wichtig ist, langsam diese Story und die Charaktere zu erzählen, aber mir war es dann, das war dann so eine halbe Stunde lang, wo nicht viel passiert ist und noch mal jemand kam in der Höhle geredet hat und jetzt kommen die noch mal rein und die diskutieren noch mal und so weiter. Da wurde ich dann schon so ein bisschen ungeduldig. Ich muss den aber noch ein zweites Mal sehen, weil es könnte sein, dass beim zweiten Mal sagt, nee, ist geil. Mir gefällt das, dass da auch mal ruhigere Phasen sind und mehr Story erzählt wird. Aber beim ersten Mal habe ich mich so ertappt, wo ich dann so gedacht habe, so können wir jetzt noch mal, wann kommen die Harkonnen wieder? Ich finde aber, man merkt das im Film schon an, weil Denis Villeneuve hat auch im Interview gesagt, er hasst Dialoge. Ja. Er würde am liebsten einen Film drehen ohne Dialoge und ein bisschen merkt man das Dune an. Weil er macht es halt da, wo es unbedingt notwendig ist. Okay, jetzt müssen sie halt mal erzählen. Die reden schon viel. Ja, die reden schon viel. Aber das ist ja alles notwendig. Und da ist ja wenig dabei, was nicht notwendig ist. Und ich meine, er merkt es halt, finde ich. Also, ich finde aber auch, Bock auf Dialoge. Ich finde aber auch, es ist ja auch ein bisschen der Vorlage geschuldet. Ja, die verhandeln da ja schon auch eine ganze Menge und müssen eine ganze Menge erklären oder kriegen eine ganze Menge erklärt. Ja. So. Also ich kann den Punkt schon verstehen, aber ich finde, der Zeitpunkt, dass Villeneuve dieses Zitat gesagt hat, ist ein bisschen ungünstig, wenn in dem Film so viel geredet wird. Ja, klar. Aber hier eine Sache nochmal anzustoßen, das ist eigentlich sehr interessant, weil ich habe auch die Bücher nicht gelesen. Ich muss mich leider auch da outen, weil es war viel gewesen in der Vorbereitung.
Und das Geile ist, also so wie ich das auch richtig zusammenfühle, kann sein, dass ich auch falsch liege, aber das Ding ist der Aufbau und Exposition, dass alle sagen, der ist der Messias, der ist der auserwählte Prophet, etc. Weil in dem dritten Teil kommt ja was anderes raus. Und das ist der ganze Setup dafür. Er ist gar nicht der Prophet. Ja, das wird man am Ende sehen, im dritten Teil. Aber wer denn dann? Ja. Und dann, das hat die Entwicklung, weil er ist ja, und das sieht ja auch in der Visions, ne, dass er ja der Ursache ist für viele Menschen, die sterben. Mhm. Und es gibt ja noch seine Schwester. Und dann kommt eine andere Triftung in der Geschichte und auch seine Kinder, die noch kommen. Und da ist halt dann, wo die Geschichte halt weit geht. Und ich finde halt, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, was passiert. Ja. Aber das Leichteste, was man sagen kann, ohne jetzt so viel zu verraten, ist ja die Frage, folgen wir gerade Luke Skywalker oder Anakin Skywalker? Genau, genau. Ja, okay, genau, genau, genau. Du merkst, wo George Lucas abgeschrieben hat. Ja, okay, interessant. Ja. Ich fand nur, es gab ja einige Charaktere, über die hätte ich zum Beispiel gerne mehr erfahren. Ja. Zum Beispiel Lea Seydoux. Wenn du blinzelst, ganz kriegst du gar nicht mit, dass die mitspielt. Oder wie heißt die aus Midsommar? Florence hat ein bisschen mehr, aber auch, da sind so ein paar Charaktere, der Emperor ist auch, also hätte ich auch mit mehr noch rechnen können. Also Christopher Walken, muss ich sagen, ist so einer meiner Kritikpunkte. Ich fand ihn A, schauspielerisch nicht wirklich gut, er wirkte B, halt die ganze Zeit so ein bisschen verloren da irgendwo zwischen all diesen Leuten und hat auch nicht wirklich C, viel zu sagen. Ja. Er hat keinen Impact. Du denkst die ganze Zeit, okay, das ist der Obermotz irgendwo, ne? Also, und der Max von Sydow ist das? Nee. Wer ist der Dick, der Baron? Stellan Skarsgård. Max von Sydow hat im 84er Dune mitgespielt. Ja. Stellan Skarsgård. Den finde ich zum Beispiel einen super interessanten Charakter, ne? Und der hat ja auch sowas. Und dann kommt der Imperator und der stinkt dagegen halt voll ab. Ja. Ne? Das ist halt, wenn ich jetzt Vader und Imperator nehme, die haben ja beide für sich eine Böshaftigkeit, die dich einnimmt. Ne? Aber es wäre halt schlecht, wenn du erst Vader siehst und dann kommt der Imperator und der Imperator ist irgendwie so ein Lulli. Ja. Und dann ist so, ja, okay. Macht, Und so hatte ich es, also jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. Aber da denke ich halt so mit der Gewichtung von, wenn ich schon viel laber und erzähle und so weiter, da sind ein paar Charaktere, sind so, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen können und ein paar vielleicht weniger. Ja, hast auf jeden Fall einen Punkt, wenn wir eine klassische Heldenreise sehen würden. Aber das ist ja das, was der Film so ein bisschen aussagt, weil am Ende geht es darum, wer ist denn der Oberbösewicht? Ja. Und ich verstehe, warum diese Figuren dann so schwächlich dargestellt werden am Ende. Gerade Baron Harkonnen. Und wir wollen ja, wir haben keinen, haben wir einen Spoiler-Part? Wir können vielleicht gleich nochmal einen Spoiler machen. Ich muss nicht sofort rein. Ich will nur sagen, das ist halt das große Thema des Films, ne? Und wie er damit umgeht. Mhm. Oder was der letzte Shot ist und so, wenn ihr mal drauf achtet. Das ist so, der steckt schon auch viel Bildsprache drin. Auch Sachen, die man, glaube ich, erst beim zweiten Mal vielleicht nochmal sieht. Das ist, bin schon richtig, ich war eher überrascht, wie eindeutig der Film ist. Weil all das, was wir gerade sagen, Luke oder Anakin und so weiter, das ist etwas, das war so im Subtext vom ersten Buch, dass Frank Herbert, der Autor, sich gesagt hat, okay, ich muss ein zweites Buch machen, weil die Leute verstehen das Buch nicht. Ja, das ist nämlich das Ding. Das zweite Buch, was er geschrieben hat, hat er wirklich gemacht, um seinen Punkt, den er im ersten machen wollte, nochmal zu verdeutlichen und klarer zu machen. Mhm. Ja? Und ich finde, der Film macht es, also ich meine, ich kenne das Buch auch nur bis zur Hälfte, weil ich das irgendwann mal als junger Mensch gelesen habe und mir war's zu trocken. Ja, zu manche, Und dementsprechend kann ich nicht so von der wirklichen Buchkenntnis sprechen. Aber in dem David Lynch-Film zum Beispiel und auch in den Jodorowsky-Version und so weiter, da war das ja alles nicht so ein Thema. Da ging es ja mehr um die einzelnen, sag ich mal, exotischen Schauplätze, die einzelnen exotischen Völker und vor allem um die Ökologie, die da halt irgendwie eine große Rolle spielt. So. Und ich fand das schon gut von Villeneuve, dass er Paul mehrfach in Frage stellen lässt von anderen Figuren, beziehungsweise auch von sich selbst. So, also ist dieser Messias wirklich der große Heilsbringer oder ist es halt einfach etwas, ja, was wir hier in der Realität als Opium fürs Volk bekennen? Ja. Ne? Also, dass es einfach eine Möglichkeit ist, ein Volk oder überhaupt ein ganzes Universum unter Kontrolle zu halten. So. Und das fand ich, hat mir gefallen, dass er das doch schon relativ häufig thematisiert. Ja, genau, er hat gesagt, er will quasi das gut machen, was Frank Herbert nicht gut machen, also wieder gut machen, was Frank Herbert nicht tun konnte. Und hier positioniert er sich in der Fragestellung zumindest eindeutig. Vielleicht nicht in der Antwort, aber in der Fragestellung auf jeden Fall. Und da macht er auch einen sehr cleveren Trick, weil so ab der Hälfte des Films, das ist der dramaturgische Midpoint, wie man so schön sagt, dann fängt der Held an, der Held hat auf zu reagieren, er fängt an zu agieren. Und dieses Agieren, was bedeutet das jetzt für einen Paul Atreides oder Muad'Dib, wenn er jetzt agiert gegen die Harkonnen und vielleicht mehr oder weniger diesem prophezeiten Schicksal folgt?
So, und ab dem Zeitpunkt, wenn man darauf achtet, beginnt der Film sich auch von ihm als Figur zu entfernen, also von einem klassischen Held und Identifikationsfigur. Auf einmal ist Chani die Identifikationsfigur. Mhm. Du siehst ihn durch ihre Augen die ganze Zeit. Die Kamera konzentriert sich immer mehr auf Chani, die alleine Paul beobachtet und die jetzt für uns das Denken übernimmt und auf einmal diese Identifikations- und Sympathiefigur ist. Und dadurch hast du halt so eine ganz interessante Art, eine Heldenreise zu erzählen, die aber nicht so rund ist, wie man es jetzt aus Star Wars kennt. Weil wenn du es jetzt mit Empire Strikes Back vergleichst, das, was zum Beispiel Christopher Nolan macht, der vergleicht den Film mit Empire Strikes Back. Der sagt, wenn Dune 1 Star Wars ist, dann ist das hier dann Empire Strikes Back. Mhm. Und Empire Strikes Back ist auch sein Lieblings-Star Wars, hat er immer betont. Die zwei waren zusammen auf einer Bühne für IMAX oder so, haben geredet. Cool. Und bei Empire Strikes Back, und das kann man, das mochte ich an Return of the Jedi, aber Return of the Jedi war immer nur, ist auf dieser Klinge getanzt, dieses, wird Luke Skywalker jetzt zur bösen Seite gehen oder nicht? So, Empire Strikes Back hat angefangen, das zu erkunden. Und Dune geht all in bei dem Erkunden. Und zeichnet einen sehr düsteren Pfad, ja, ohne jetzt die endgültige Antwort auf irgendwas zu geben. Deswegen. Aber das ist echt. Aber da muss ich mal nachfragen. Da verstehe ich den Vergleich. Das ist aber nicht so unterhaltsam wie Empire Strikes Back. Aber das halt, ich mag den Vergleich gar nicht. Ich muss da noch mal nachfragen, als jemand, wie gesagt, der da nicht so viel Ahnung dann offensichtlich hat. Weil ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Für mich ist Timothy Chalamets Charakter doch ziemlich eindeutig der Held im zweiten Teil, oder nicht? Wo macht er denn, wo könnte man denn fragen, also mir fällt gerade gar keine Szene ein, wo man fragen könnte, ob er, oder wo sind die Zweifel daran? Ich will es immer noch nicht spoilern, weil wir nicht im Spoiler-Part sind, aber wenn du den ersten Film, im ersten Film, gehen wir auf den ersten Film ein, er hat ja schon diese Vision, es könnte dazu kommen, dass Chani ihn verrät und ersticht, das denkt er am ersten, das sieht er in den Visionen, als möglichen Tod für sich selbst. Er sieht, dass Millionen von Menschen sterben werden, wenn er diesem Pfad folgt, der Auserwählte zu sein. Dieser Krieg würde sich über die ganze Galaxis ziehen und er thront eigentlich über den Fremenkriegern wie ein Diktator. Also wenn du das siehst, wird im Ersten gezeigt? Das ist alles im Ersten. Das ist alles im Ersten in den Visionen, als er in diesem Zelt ist. Und hinzu kommt, dass wir ja schon eigentlich wissen, dass es ja erstmal eine gemachte Geschichte ist. Ja. Ja. Also, dass die Bene Gesserit ja bewusst Legende in die Welt gesetzt haben, um eben, und das sagt Chani ja die ganze Zeit, wenn du Leute unter Kontrolle haben willst, erzähl ihnen von dem Auserwählten, von dem Erlöser, von dem Messias, der irgendwann kommen wird. Dann sitzen sie nämlich da und warten und machen nichts. Und das ist ja etwas, was Chani nicht will. Chani sagt ja, ey, unser Erlöser muss ein Fremen sein. Es muss einer von den Fremen sein. Und wir müssen gemeinsam mit unserer Welt irgendwie erstarken. Aber nicht durch irgendeinen, der von außen kommt und uns da irgendwie anführt. Und dazu kommt, die Bene Gesserit haben nicht nur diesen Mythos gestreut, sondern sie züchten den Auserwählten über mehrere Familiengenerationen, über Familienstammbäume und über Kreuzungen darüber hinweg. Und deswegen gibt es auch zwei mögliche. Ist es Fate Rauter oder ist es Paul Atreides oder ist jemand ganz anderes? Aber aus einer dieser Blutlinie müsste er eigentlich kommen. Und dadurch, dass Lady Jessica sich dem verwehrt hat, eine weitere Tochter zu gebären, also eine Tochter zu gebären für Leto Atreides, hat sie ja die Bene Gesserit eigentlich verraten, weil das war der Plan. Ich glaube, die Tochter hätte damit Fate Rauter oder so, damit daraus der, also es ist ja immer weitergegangen. Aber all das wird ja in Frage gestellt. Also es gibt keine eindeutige Antwort. Aber ich finde, ab der Mitte macht der Film schon ziemlich deutlichen Punkt, dass Paul Atreides in dem Moment, wo er agiert, auch, also ich meine, auch Freiheitskampf und Terrorismus ist ja sehr nah beieinander. Es ist teilweise der gleiche Begriff für das Gleiche, was passiert. Also das, was sie machen, diesen Widerstandskampf. Und du kannst ihn aus jeder Perspektive betrachten. Und Paul Atreides ist ja für die Akon zum Beispiel ein Terrorist. Mhm. Oder für das Imperium. Für das Imperium. Ja, das Imperium so, jetzt sind die aber zum Glück eindeutig böse. Ne? Ja. Weil der Film gibt sich schon sehr viel Mühe, fast comichaft die Akon als böse darzustellen. Mhm. Das ist schon fast albern, weil es zu übertrieben ist. So, aber in dem Moment, wo die Akon vielleicht nicht mehr das Problem sind, in dem Moment, okay, aber wo hört's auf? Ja, wann hört's auf? Ja. Wann sagst du, es ist vorbei? Ja. Wann ist gut? Wann ist die Erlöserposition irgendwie fertig mit ihrem Job? Mhm. So, ja? Oder ist sie jemals fertig mit ihrem Job? Ist ja auch noch eine Frage. Was ich mich mal interessiert, am Anfang des Films, wo wir gerade bei den Hakonnen sind, da gibt es diese Szene, wenn sie halt, wenn dann halt auf den. Wie habt ihr das gemacht? Wir haben das Practical gemacht, alles. Ja? Ja. Also, jetzt auch gerade mit diesem Zusammenschnitt oder den Trailer zu sehen, es kommen wieder echt krasse Flashbacks bei mir wieder hoch. Das hat man gesehen in deinem Auge. Ja, habt ihr das Leuchten gesehen? Ja. Hast du den Trailer gesehen? Ja. Wie lange ist das jetzt her? Wann 2022. Wir haben im April gestartet.
Also vor 22, 2 Jahren schon. Vor 2 Jahren, genau. Und dann im Dezember sind wir fertig gewesen. Also war auch länger, viel länger auch als im ersten Teil. Also ihr habt den ersten Film gedreht und dann wusstet ihr nicht, ob es weitergeht. Nein, also doch, wir wussten, also 2018, die meine Reise fing so an. Ende 2018 habe ich einen Call bekommen vom Koordinator, der gesagt, hey, wir brauchen ein paar Leute und wir würden dich gerne, weil du bist ja stark im Schwertkampf, um etwas zu konzeptuieren und da zu pitchen. Und der meinte, es wäre ein Projekt. Ich meinte, okay, was für ein Projekt? Er hat am Telefon gesagt, okay, ah, Doom. Ah, okay, Doom, kein Problem. Gibt's ein Doom-Schwerter? Und dann war ich, okay, und dann bin ich hingegangen, sind wir in Prag. Ich glaube, das war vielleicht ein ähnlicher Teil. Nee, das war danach. In Prag war ich dann da und dann hieß es, nee, wir sind nicht bei Doom, wir sind bei Dune. Und dann habe ich so, ah, okay, ich verstehe. Und dann haben wir da das alles erstmal konzeptiert. Aber ich wusste nicht ganz genau, was da war. 2 Wochen haben wir erstmal ein bisschen preppen. Da war ja auch schon die Notes von Danny, dass er gesagt hat, er möchte gerne so Fast Beats, schnelle Kämpfe haben. Weil alles, was so flashy ist. Das ist, was ihn so excited macht. Aber er ist kein Martial Artist. So, da dachte ich, okay. Dann haben wir was gemacht und dann irgendwann im Januar später, dann hieß es auf einmal, okay, wir haben den Job. Ach so, das war ein Pitch. So, ne? Wusste ich gar nicht. Und ja, du bist auf jeden Fall im Team. Wir reisen am Ende Januar und dann Ende Juli bist du dann fertig. Dann sind wir fertig durch. Und ich, okay, dann gehen wir auf die Reise und dort haben wir dann natürlich alles halt gemacht. Das war so Dune 1. Das war dann von Januar bis Juli ungefähr. Also ja, 26. Juli. Dann angestoßen jetzt für Dune 2 war Ende April bis Dezember waren wir dann dort, genau. Und ja, in Dune 2 war auf jeden Fall viel intensiver. Alles. Ja, das muss man sagen. Also das Spannende für mich ist einfach, weil ich jetzt eben nostalgisch einfach die Bilder sehe, weil ich war dann wirklich da vor Ort, auch dort die Szene zum Beispiel auch. Wir haben mit viel in Jordanien und Abu Dhabi gedreht, die ganzen Außensachen, aber auch natürlich ganz viel in Budapest. Das war noch von Dune 1. Ich war zuständig für den Wagen. Das hat sich auch so alles ergeben, weil ich war ja in erster Linie als Assistant Fight Coordinator. Das war auch da mein erstes Mal, dass ich jetzt für so einen großen Scale so einen Film machen durfte. Bist du das? Ja. Das bin ich, das bin ich. Fuck, genau. Ist das cool. Das bin ich, genau. Das bin ich jetzt geil, ja. Holy und, shit. Ja, genau, da, aber das muss ich sagen, das war nur Gepose. Das war wirklich eine reine Gepose. Das ist so eine Red-Kamera? Nee, das ist Ari. Das ist eine Ari, Alexa, genau. Das ist die Alexa. Ah, da steht sie auch. LF, genau, die LF. Nee, das ist die LF und ja, ein super Zoom gewesen. Und nee, also wie gesagt, das war in Dune 1. Ich war aber rein Assistant Fight Coordinator oder generell als Fight Coordinator im Stunt-Bereich tätig. Das heißt, ich war auch zuständig, die Schauspieler zu trainieren, die Choreografien habe ich mitentwickelt. Aber in der Zeit in Dune 1 war ich, wie gesagt, war es alles sehr klassisch. Es wird noch sehr klassisch gehalten. Also ich bin Stunts, das ist Kamera, das ist Regie, jeder hat so sein Department. Ich musste teilweise trotzdem auch ins Kostüm, weil ich bin jetzt als Core-Team da. Aber sagen die, okay, wir müssen Geld sparen, okay, geh in Kostüm. Aber in der Zeit habe ich schon für mich schon gesagt, weil 2016 war mein letztes Jahr, wo ich sagte, hey, ich möchte nicht mehr performen. Ich möchte mich mehr widmen auf Filmmaking, Storytelling, Action entwickeln und das Choreografien designen. Und dank diesem Job war ich trotzdem eher da in der Position, aber gab es mal hier und wieder mal Tage, wo ich als Kostüm springen musste und aushelfen. Und jedenfalls war das erste Mal, dass ich da dann so tätig war. Und es war natürlich eine tolle Erfahrung, mit Timothy zu arbeiten, das ganze Team. Wir hatten über 50 Stunt-Leute, die wir trainieren mussten. Timothy ist super. Also vor allem in dem ersten Teil war er sehr, sehr nervös. Weil er hat ja nur King gemacht davor, dann Call Me By Name und den anderen Film noch mit Stephen Carroll hat er ja gemacht. Und diesen, der war schon sehr bekannt, auch schon Globe Award, glaube ich, nominiert oder auch gewonnen auch sogar schon. Und der war schon, hat ein Statement. Aber am Set selber oder wenn wir am Training waren, war er sehr nervös, sehr wirklich insecure die ganze Zeit. Und ich dachte, krass. Und dann abzuholen war cool, weil ich sehe jetzt nicht so alt aus, ich bin recht jung, also ich sehe jünger aus, als ich eigentlich bin. Und wie alt bist du denn? Ich bin jetzt, wird dieses Jahr 40. Genau, also das sieht wirklich jünger aus. Ja. Und, aber es ist cool, halt mit jüngeren Schauspielern natürlich auch zu connecten. Ich bin auch vom Herzen auch noch sehr jung. Und auch wenn ich mit den Trainierern, also man hat da bestimmte Herangehensweisen. Ne? Also es ist schon ein bisschen psychologisch und physiologisch, halt, zu schauen, wie man da jetzt trifft. Und Timothy, wir haben ganz gut connected und konnten dann da halt immer ganz gut agieren. Aber natürlich, er braucht viel Training, weil er kommt überhaupt nicht aus dem Kampfsport oder aus dem
sportlichen ja, Background. Kann ich dazu gleich was fragen? Ja. Sorry. Ich weiß noch, bei Dune 1 hat jedes Volk oder jede Partei hat einen eigenen Kampfstil. Das ist richtig. Ja. Und bei den Atreiden ist es dieser philippinische Stockkampf, Taler, Lega, Patler. Eskrima, Kali und Balintawak. Balintawak. Ja, genau. Genau, genau, genau. Wo kam das dann her? Von wem kam das? Und was ist der Kampfstil, den die Fremen eigentlich haben? Das ist mir gar nicht klar. Ich weiß, die Berserker mehr japanische Katanas, also Samurai soll das ungefähr sein. Das ist ja, genau, genau. Ja, und Hakonnen weiß ich nicht mehr, was die sind. Brawlers. Das sind die Brawlers. Brawler? Ja, also die Geschichte war so, unser Coordinator, Fight Coordinator und der Stunt Coordinator, der gab erstmal eine Aufgabe, weil in jedem Film ist auch wie bei der Stunt Coordinator zum Beispiel, das ist Tom Struthers, der hat auch alle Batmans gemacht, also Dark Knight, Inception hat er gemacht, Interstellar, weil der ist einer, der mit Christopher Nolan ganz eng war. Mhm. Weil ganz kurz, Zeitgeschichte, weil wir eben über Anime gesprochen haben, ich habe auch sogar das Drehbuch von Box 23 bekommen. Kennt ihr das Projekt? Das ist Akira. Und damals waren wir, während wir da gedreht haben, war im Gespräch, dass Akira verfilmt wird, produziert bei Leonardo DiCaprio. Ja, das Gerücht kenne ich. Ja, und das Drehbuch haben wir bekommen, weil er sollte das eigentlich sofort machen. Wird das gemacht? Nee, wurde dann in der Zeit zum Glück, ganz ehrlich, gecancelt, erstmal auf Eis gelegt. Weil Taiki sollte der Regisseur sein. Aber er, ich habe das auch komplett gehabt, das ist auch ein bisschen auf Witz, wäre eigentlich ganz cool gewesen. Aber er hat dann da Thunder, Love and Thunder gemacht und Thor. Ich glaube auch Ragnarok war es auch in der Zeit sogar. Bin ich mir ganz sicher. Aber auf jeden Fall war der da busy. Und das war jetzt eben ein bisschen verlaufen. Jedenfalls, bei Dune, der hat auch Troja gemacht. Und deswegen war ihm sehr wichtig, so einen gewissen Signature-Move oder Stil zu bekommen. Und da haben wir explored. Und dann, das Kali selber, ich habe selbst nie Kali gemacht. Und das kam auch auf jeden Fall, das Philippinische kam von einem Fight Creator. Aber diesen Stil Balin Tabak zu nutzen, da habe ich ihn darauf hingewiesen. Oh. Weil es ist ein Teil von Kali-System und das Klima. Und es haben wir bestimmte Abläufe und bestimmte Techniken. Und ein bisschen spezifischer. Also zur Erklärung, das ist eigentlich ein Stock, hast du eigentlich? Ja. Ich kenne Eskrima. Ja, genau. Ich kenne es gar nicht. Ja. Ich habe Kurse gemacht, als ich noch Wing Chun gemacht habe. Ja. Ja, also es ist alles AI ganz gleich. Also wir haben auch Wing Chun-Elemente genommen, vieles. Also ich mache auch halt Multi-Martial Arts, also alles Mögliche. Weil für mich ist so, ich lerne spezifisch für einen Film auch sehr viele Choreos und viele Stile, um halt da das beste Erlebnis und auch das besten Stil zu exploren. Und genau, das Atreides-Style ist auf jeden Fall mehr Eskrima, philippinisch. Harkonnen ist Brawler, einfach nur wild. Vikings, Schwingen, Großschwerter. Okay. Ne? Sarukas ist ganz klar klassisch Japanese-Style. Ja. Haben wir wegen Formationen und Halten vom Schwert und längere, also die haben auch recht längere Katanas und Motto. Und Fremen ist auch teilweise philippinisches Style, aber wir haben Messer. Also es ist von Silat bis zu Korean Military Knife Techniken und viel Krav Maga, dass wir halt viel mit Trapping machen. Und das war das hier. Und gemixt mit Parcours. Der erste Angriff der Fremen auf diesen Hakon. Auf den Hakon Harvester. Ja. Was war da echt? Also gab es irgendwie eine Requisite, die diesen Harvester irgendwie? Nee, gar nicht. Ist krass. Also ich weiß, sorry Leute, aber ich werde euch später privat komplette Previews zeigen und die Drehaufnahmen. Kann ich euch gleich zeigen. Oh, gerne, gleich weg. Ja. Und das ist so faszinierend. Also die Szene ist auch einer unserer Goldherzen, würde ich sagen, weil auch für mich als Fight Coordinator in der Szene war es eigentlich eine besondere Szene, weil ich war eigentlich fast komplett full in charge für diese Szene. Weil wir hatten ja Insect Unit gedreht und ich habe das ganze Ding halt auch gedesignt und auch mit, also eigentlich eine andere Kamerafahrt gehabt und sowas und dann wir hatten ein R&D, das heißt Rehearsal and Developing. Und dann kommt ein ganzes Team rein, weil das war ein ganz großes Problem. Wie machen wir diese Szene? Weil wie blocken wir das? Wie ist die Länge? Mhm. 20 Meter ist das Ding. Und wie machen wir das? Und wie macht die Kamera in der Wüste? Wir haben das wirklich aktuell in Abu Dhabi auch gedreht. Also auch bei knappe über 40 Grad Hitze. Alter. Und wir hatten nur Black Screens gehabt. Also wirklich knallhart. Kein Greenscreen, nichts, einfach nur Black Screen. Und wir hatten halt einen Black Screen. Für den Schatten dann auch? Ja, genau, genau. Ja. Und auch da. Aber ich finde es so krass, wie sauber, die unfassbar krass, die Visual Effects, das alles gesorgt hat. Also wenn sich da der Schatten bewegt, ist das dann, wird dann eine Black Screen bewegt? Wir hatten ja zum Beispiel einfach nur eine schwarze Leinwand gehabt, die halt durchgezogen ist. Um ehrlich zu sein, das hätten wir auch eigentlich mit Budapest auch drehen können. Aber es waren auch logistische Sachen einfach, wo wir sagen, was machen wir? Und bis dahin war es einfach noch nicht logistisch wirklich geplant, wie wir das wirklich umsetzen. Und da hatten wir aber umgesetzt, hätte auch in Budapest gibt es so eine Sanddüne, könnte man sagen. Und da habe ich ja auch schon die Previews gemacht. Und da waren die schon, ey, das ist perfekt.
Weil die hatten Angst gehabt, es soll immer der Oneer sein. Es muss ein One-Take sein. Mhm. Und dann haben wir es gemacht, wir haben, glaube ich, 8 Durchläufe gemacht. Es war hart, weil es sind wirklich Strecken, die wir laufen. Also wir haben es sogar länger gemacht als eigentlich geplant. Und wir haben mit den Cable-Cams sind wir dann hinterher gelaufen. Und ja, es war krass. Also auch, habt ihr gesehen, kam auch wirklich aus der, wir hatten so einen Sandhügel gehabt. Und dann kamen ein paar Leute rausgeschossen mit Wires, um eben diesen Speed zu bekommen. Und ich dachte, als wir es fertig geschafft haben, alle sind ausgerastet. Tanja, die Frau auch von Danny, die war Second Unit Director. Und das war für sie auch das erste Mal, überhaupt Second Unit zu machen. Und dann waren wir halt da gemeinsam sehr eng auch zusammengearbeitet. Und der Daniel, also Danny hat man ihn damals genannt, ist der Second DP für Second Unit. Der hat auch damals Batman gemacht. Kameramann. Und die, wir waren halt da zusammen, zu dritt, wirklich, haben sehr gut dann agiert und haben dann das dann inszeniert. Das Timing war nur schwer, weil die Kamera ist ja so, die geht da schneller, dreht, du weißt nicht ganz genau Momente. Mhm. Und das sind ja so Transition gewesen. Das heißt, du führst einen, dann habe ich die Counts gegeben, jetzt kommt die Nummer 2. Also alle haben Nummern gehabt. Dann konnte er mitgehen. Und dann wusste die Kamera ganz genau, was sie zu tun hat. Und ich dachte am Anfang, okay, wird eh geschnitten. So. Und dann im Kino, ach krass, die haben alles gelassen. Ja, wie bist du denn am Ende des Films jetzt so zufrieden mit dem, was du gemacht hast, was du vorbereitet hast und was dann halt auf der Leinwand gelandet ist? Also ich bin sehr zufrieden. Ich muss auch sagen, ey, die Szene, cool. Der erste Harvester-Angriff, wenn der mit seiner Pumpkin-Gun da runterballert, ey, das ist so geil. Das war echt geil. Das, was man im Trailer sieht, wenn sie dann aufeinander zulaufen und im Hintergrund fliegt dieser Hubschrauber, stürzt dann den Sand ab. Hammerbild. Ja. Und sowieso diese ganzen Bilder, diese ganze Breite. Die Größe, ey, das ist so, so gut. Ich habe so viel Gänsehaut gehabt. Der erste Ritt auf dem Wurm, also wenn Paul das erste Mal auf dem Wurm reitet. Ey, ich hab's gestern ja noch mal gesehen, wenn der Score von Zimmer noch mal richtig dröhnt, so, das ist so gut. Das ist ein, wie du es gesagt hast, das sind Bilder, die will ich im Kino sehen und dafür gehe ich ins Kino. Also sorry, noch mal kurz schnell zum Harkonnen, wie wir es gemacht haben. Nee, wir waren dann dafür in Jordanien und das wurden halt riesen Rigs aufgebaut und dann wurden die wirklich hochgezogen. Aber das Spannende da, da kam auch ein amerikanisches Team noch dazu, extra zu Support. Für Rigging-Stunts. Und was auch super spannend ist bei der Szene ist, Wireworks kennt ja jeder. Also ist ja ganz klar. Fliegen, Superman, alles, das haben wir schon tausendmal gesehen. Aber was super ist hier, ist, was wir auch schon vorher ganz lange in Entwicklung hatten, ist, es soll aussehen wie Schwimmen. Mhm. Und das ist aber die hohe Kunst. Weil Wires, du hast immer die Gravity, die hängen. Mhm. Und wenn du einen falschen Zug machst, dann fängst du an, so ein bisschen zu schaukeln. Mhm. Aber da ist wirklich, als würden die halt schwimmen. Weil? Das Gefühl. Nee, es war einfach das Rick. Die haben es einfach auch in Performance. Langes Training, trainieren, trainieren. Und dass sie jetzt wirklich so perfekt gezogen ist. Weil gibt's ja welche, die so abdrücken und dann wird es schwebelos, aber trotzdem so schwimmen. Ne? Das ist ein bisschen so dieses Schwimmeffekt ist. Und das war immer konzeptionell halt das ganze Ding. Genau. Aber das sah super elegant aus. Das waren sie auch echt toll. Am Ende, das Kino zu sehen. Also um ehrlich zu sein, keine Ahnung, ob da nochmal Visual Effects was mitgeholfen würde, kann gut sein. Weil ich war jetzt in erster Linie nur für die Fights auch zuständig, also für die Main Fight, für den letzten Kampf, für den Opening Fight für Fate zum Beispiel, da haben wir ganz viel Zeit investiert, also die meiste Zeit eigentlich. Weil die waren dramaturgisch halt sehr wichtig. Und ich kann echt wirklich mich stolz sagen mit dem Team auch, danke dem Team, weil ich hatte mein eigenes Team gehabt, also von 5 Leuten auch aus Deutschland, meine engere Freunde. Und wir haben konzeptionell, also das ist halt auch meine Aufgabe auch, versuche ich als Dramaturg auch die ganzen Kämpfe immer richtig aufzubauen auch zu gestalten. Und da ist zum Beispiel beim Fate im ersten Kampf so gewesen, dass ich da auch wir haben einige Previews gemacht, dass wir sogar den Danny zeigen, also ich halte mich immer ganz knallhart am Drehbuch, das was steht. Aber dank durch unseren Previews beim ersten paar Drafts hat er erkannt, dass der Fate zu schwach wirkt. Weil die Szene, die ihr jetzt kennt, war schon anders geschrieben. Und dann dadurch hatte er dann das Drehbuch geändert, nach unserem Previous. Und das war für mich so, wow, krass. Aber es war ja nicht so, dass wir haben was Neues erfunden. Sondern das war ja, also Chorus haben gebaut, wir haben das Ding gemacht, aber das halt live zu sehen, was der geschrieben hat. Aber ich blocke eine Previous, blocke ich wie, als würde ich einen Film drehen. Also mit Dialoge, mit das gleiche Pacing, um das Gefühl zu bekommen. Deswegen ja zur Frage, wie ich zum Beispiel Dune 2 finde. Also ich finde, es ist ein gigantisch wichtiger, hervorragender Film. Viel besser auch als 1. Also ich habe das gleiche Gefühl für dich, was du auch hattest beim 1, hatte ich genauso. Und zweiten dachte ich, wow, okay, ist krass. Hast du 2 Fragen noch? Ja. Ich muss leider los. Ja. Aber 2 Fragen. Erstens,
Hast du viel Kontakt mit Danny Villeneuve? Also habt ihr wirklich viel euch ausgetauscht? Oder geht das eher so, dass du irgendeinen Zettel kriegst, wo draufsteht, was er will, und dann machst du es? Oder gab es auch wirklich Kontakt? Ja. Und zweitens, hast du die Telefonnummer von Timothée Chalamet? Okay, erste, wir haben nur am Anfang haben wir sehr viel Kontakt. Also wir haben halt viele Meetings. genau, perfektes Bild. Meetings, wir haben halt vorher das Briefing, ganz viel. Aber letztendlich am Ende, weil es immer noch klassisches Traditional Shooting ist, ist natürlich die Kommunikation eher über Stunt Creator. Hm. Und dann ist die Brücke ein bisschen weniger, dann nur per E-Mail und dann ist es ein bisschen so Flashpost. Okay. Und das ist das, was mich immer jetzt heutzutage, vor allem wenn ich mit Shang-Chi mache oder andere größere Filme, wo ich merke, hey, das ist eigentlich der richtige Weg zu gehen, um Action zu haben. Es geht eher um richtiges Consulting. Hm. Und das ist das, was ich bei Dune ein bisschen vermisst habe. Ich habe den Improvement gesehen. Erste war sogar noch mehr naked. Und beim zweiten war, wow, krass, wir sind enger. Mhm. Und dann war aber auch Situation am Set, wo ich sagte, okay, Danny, ich will das eher so und so machen. Dann gucke ich mich an. Ah, da hat er recht. Und dann machen die es wirklich so. Aber dass du diese Situation bekommst, ist eigentlich sehr gering. Mhm. Sehr, sehr, sehr gering. Dann, ja, es ist halt immer so ein, man muss halt ein Gefühl bekommen. Und für mich ist halt diese politische oder diese hierarchische Schlange. Mhm. Natürlich möchte ich nicht sagen, ey, ich bin der Geilste, ich möchte jetzt mit dir enger reden, aber es geht mir in erster Linie immer um das Produkt und das Resultat. Und wenn wir es schon so konzipieren, weil ich weiß, jeder hat eigene Baustellen, so viel zu tun. Greg Fraser zum Beispiel auch, im ersten war er so sehr, würde ich sagen, unfreundlich oder nicht erreichbar. Mhm. Und ich dachte auch so, okay, krass, mit dem kann man nicht arbeiten, ne? Der will ja nur sein Ding machen. Aber darum ging es eigentlich gar nicht. Das habe ich erst später begriffen. Weil im ersten Teil von Dune 1 musste er sich auch beweisen. Weil er war ein Ersatz für Roger Deakins. Ach du Scheiße. Ja. Der ist der Legend ever. Mhm. Und da musste er jetzt erstmal zeigen, was er halt, drauf hat. Und ja, dann musste er halt machen. Und der hat mehr zu tun als nur die Action. Der musste die ganze Bildsprache halt gestalten, die Szenen planen, Lichtkonzepte, alles. Technik, Logistik, alles ist halt da. Ne? Der musste Day schaffen. Das hat er die Zeit, die Action nicht wirklich sich damit zu beschäftigen. Weil es ist Big Picture. Kann ich voll nachvollziehen. Beim zweiten Teil, was passiert? Der hat The Batman gemacht, der hat Mandalorian gemacht, der hat The Creator gepreppt, so große, geile Filme gemacht, der war so gechillt. Im zweiten Teil, dann gab es halt die Situation auch, als ich so R&D, natürlich habe ich auch meine Kamera mit dabei gehabt, dann habe ich gesagt, okay, weil die haben da sich irgendwie, wie soll man es machen? Ja, und dann alle sich nur so im Kreis gedreht. Da habe ich gesagt, okay, weißt du was, habe ich Kamera genommen, Leute, geht auf A, B, C, wir gehen da und da und da und blocken das so. Habe ich gezeigt. Und ja, aber das ist nicht so der Dune-Style, weil hat er zu mir gesagt, Greg, weil du gehst jetzt hier in die andere, du machst eine Ebene auf. Das ist nicht so der Dune-Style. Ach so, okay, du möchtest auf eine Linie. Ja, ja, okay, machen wir es, kein Problem. Zack, gemacht. Und dann der Danny und er, ey, das ist perfekt. Und dann waren die alle so happy, weil wir ein Ergebnis bekommen haben. So können wir das machen. Und dann kam er mit dem, okay, lass das mit dem Cablecam machen. Da meinte ich nun auch töricht, aber warum machen wir es nicht mit dem Gimbal? Weil auf Sand und sowas, wir sind schneller. Da meinte er nur, super vertrösten, könnte man machen. Aber lass mal erstmal Plan A versuchen. Wenn das scheitert, dann können wir mit Plan B angehen. Und das fand ich ja so eine Kommunikation. Ich, wow, okay. Es war nicht so, who the fuck are you? Okay. Du bist halt, ja? Es war nicht so. Das okay, jetzt noch die Telefonnummer? Also, die habe ich leider nicht. Ich kann die von Rebecca Ferguson geben. Die hätte ich gerne. Okay, ey, aber ich glaube, ja, es gibt, der Film ist nicht komplett rund, so. Es gibt ein paar Punkte, die wir besprochen haben. Da kann man vielleicht immer was optimieren oder beziehungsweise das ist vielleicht nicht das Allerbeste, aber ich glaube, wir haben hier vier Leute, die sagen, unbedingt im Kino sehen, oder? Absolut. Auch, ja, es ist ja, absolutes absolut. Kino-Meisterwerk. Es ist technisch ein Meisterwerk. Ja. Da gibt es für mich gar keine Diskussion. Also technisch muss ich auch sagen, ist das Ding auf jeden Fall über allen Zweifel erhaben. Absolut. So geile Bilder und auch die ganze Komposition. Ich freue mich richtig schon aufs zweite Mal. Ja, ich komme gerne beim dritten Mal. Es ist auch oft so, dass man beim ersten Mal ist man so erschlagen von allem, dass man gar nicht so richtig sich locker machen kann. Und ich freue mich richtig beim zweiten Mal jetzt nochmal durchatmen, ja, durchatmen, ein bisschen mehr auf andere Sachen zu achten und so. Und ja. Du wirst beim zweiten Mal auch andere Sachen sehen. Ich ja, mit Sicherheit. Jetzt noch mal mit ich habe jetzt schon so viele Sachen gehört, die mir nicht aufgefallen sind. Auch was du gesagt hast mit der Action-Szene. Eine Sache, die mich nicht loslässt, ist diesen Harvester. Ich weiß, ich muss gleich zum Schluss kommen, aber dieser Harkonnen Harvester. Man sieht dem im ersten Film
Das ist mit einer der ersten Shots. Das sieht man einen, ne? Ja. Und jetzt gibt's aber diese Action-Szene, die am Fuß dieses Harvesters ist. Genau. Und das hast du auf einmal, das ist dasselbe Motiv, dasselbe Objekt, aber du hast ein komplett anderes Gefühl dazu, weil im zweiten Film ist es nicht eine Vision von Paul, er guckt nicht vom Ornithopter aus, von oben auf den Sandwurm, sondern er ist jetzt mittendrin und du bist hautnah dabei. Und die Kamera hört erst auf, ihn zu verlassen, so nah dabei zu sein, wenn es ins letzte Drittel des Films geht, weil sich die Perspektive ändert. Ja. Und das ist halt so, was für eine geile Bildsprache dieser Film hat. Ja, so, und wir haben vielleicht die Gelegenheit, ansonsten gibt es in Berlin noch die Gelegenheit und in München die Gelegenheit, sich Dune 2 im IMAX im 70mm anzuschauen. Ja, also wir sind leider, es gibt in Deutschland nur 3 Kopien, 70mm Kopien, bei uns halt wie gesagt im Savoy, ansonsten noch im Zoopalast in Berlin und im Ari in München. Astor Film Lounge im Ari. Boah, okay. Ja. Also, falls ihr da Bock drauf habt, ansonsten ja IMAX. Also, wir gehen entweder IMAX oder 70mm, oder? Gehen wir nochmal. Das ist auch ein Premium-Kino. Aber wir haben ihn schon 70mm mit Ledersessel. Ich weiß gar nicht, ob wir 70mm gesehen haben. Also, wenn ihr irgendwo 70mm gucken wollt, dann dort. Also, ich kann es nur empfehlen. Ihr habt noch Oppenheimer. Hatten sie 2-3 Wochen lang in 70mm. Ja, ich weiß nicht, ob wir den bei der Presseverführung, die war auch im Savoy, ob wir den da in 70mm schon gesehen haben. Aber ich muss sagen, ich hatte den gestern auf Deutsch gesehen im Cinemax und halt davor im Savoy. Und ich fand, im Savoy war das Bild ein bisschen heller. Im Cinemax war es ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich daran liegt, aber vielleicht ist das ein Grund. Ich bin mal gespannt, wie es dann im IMAX nochmal wirkt. Also in IMAX will ich den Film auf jeden Fall auch nochmal sehen. Ja. So, und ihr seht uns hoffentlich auch nochmal, denn ich habe jetzt einfach mal spontan beschlossen, wir machen noch einen kleinen XXL Extended Talk. Ach geil, okay. Ja, den machen wir jetzt hier gleich im Anschluss. Den seht ihr dann wahrscheinlich am Sonntag. Eddie muss nämlich jetzt los. Aber hier, falls ihr noch Bock habt, euch ein paar schicke Klamotten reinzuziehen, wir haben jetzt gerade noch unseren Legacy Drop im Shop. Einfach mal auf RKTBNS vorbeischauen. Ansonsten vielen Dank an den Supporters Club. Ihr helft uns auch immer gerne, dass wir hier solche Sachen machen können. Und zum Beispiel halt wie Dan hier aus seinem Zeitplan rausreißen, um ein bisschen über Dune zu reden. Und ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt gerne ein bisschen Feedback. Was haltet ihr von Dune? Was haltet ihr vom Studio? Was haltet ihr hier, wenn wir da noch ein bisschen mehr erzählen sollen? Was haltet ihr von Marco? Was haltet ihr von Bidan? Zum Beispiel, genau, könnt ihr auch machen. Schreibt es mir unter meine Videos auf Nerdkultur. Und ansonsten, ja, verfolgt gerne Nerdkultur und so weiter. Und Bidan werden wir hoffentlich demnächst auch noch mal wieder mit irgendeiner anderen Arbeit erleben. Dankeschön da draußen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.